Es ist Donnerstag, der 22. Mai 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir in unserer Sendung zwei bekannte Leute zu Gast. Das ist zum einen Laila Dregger aus Tamera, ehemalige Herausgeberin der Zeitschrift Weibliche Stimme, freie Journalistin und Lehrerin am Institut für globale Friedensforschung, IGF, in Tamera zum Thema Friedensjournalismus. Und gleich hinzukommen wird Freeman von Alle Schall und Rauch. Es dem großen, bekannten schweizerischen alternativen Medium. Und heute geht es um Portugal, Perspektiven für einen neuen Sozialismus in Portugal, und es geht um eine Prognose bezüglich der Bilderberg-Konferenz, die nächste Woche in Dänemark stattfinden wird. Freeman hat den Ort herausgefunden, das Marriott Hotel in Kopenhagen, wo das stattfinden wird. Kommen wir nun zum ersten Thema. Ich darf ganz herzlich Laila Dregger bei uns in der Sendung begrüßen. Hallo. Ja, hallo Laila. Am 28. April hast du einen vielbeachteten Artikel bei Global Research veröffentlicht, wo es um die Geschichte Sozialismus in Portugal geht und wie damals eine sozialistische Vision die Diktatur abgelöst hat. Was hat denn, und auch für eine neue Perspektive, für einen neuen Sozialismus, was hat denn die Nelkenrevolution für Portugal erreicht gehabt und was ist davon geblieben? Ja, also die Nelkenrevolution vor 40 Jahren war längst überfällig gewesen. Es war eine 48-jährige Militärdiktatur vorausgegangen, in denen den Menschen alles verboten wurde, die also in wirklicher Armut lebten. Für eine jede Meinungsäußerung wurde man ins Gefängnis gesperrt, gefoltert. Es gab keine Versammlungsfreiheit. Sobald du mit zwei oder drei Menschen auf der Straße geredet hast, wurdest du verdächtig. Und vor allem, man hat in völlig unzeitgemäßen Kolonialkriegen gekämpft. Die ganze Jugend, die männliche Jugend, musste 4 Jahre Kriegsdienst leisten in Mosambik, in Angola. Es war also eine unerträgliche Situation. Und die sogenannte Nelkenrevolution hat es also endlich beendet, 1974. Das war damals eigentlich ein Militärputsch, der aber sofort von der Bevölkerung legitimiert wurde durch eine riesen Freude, die da auf den Straßen präsent war. Das sieht man heute noch an den Fotos, an den Filmen und hört man in den Erzählungen. Und es war, als wenn ein Deckel gelüftet wurde, der längst fällig gewesen war, und ein riesen Freiheitsrausch kam über das portugiesische Volk sozusagen. Und wenn man die Erzählung da hört, man hat die Diktatur abgeschüttelt und gleichzeitig viel mehr Freiheit gefeiert, als man in anderen westeuropäischen Staaten hatte. Direkt fingen überall an, kommunistische Gruppen aus dem Boden zu sprießen. In jeder Uni, jeder Schule haben die Professoren, die Studenten ihre Direktoren entlassen, die sie vorher bespitzeln ließen. Die Fabrikarbeiter haben die Fabrikbesitzer entlassen. Es gab eine Landreform. Das Ganze, die Großgrundbesitzer wurden enteignet und das Land gehörte den Menschen, die es bewirtschaften konnten. Also ganz viele Kleinbauern konnten sich damals für Landbesitz eintragen. Es entstanden viele hundert Kooperativen, vor allem im Süden des Landes, im Alentejo, und haben versucht, mit unterschiedlichem Erfolg, die Großgrundbesitzer, die Herdades, zu bewirtschaften. Es wurde ihnen natürlich auch viel Misswirtschaft hinterlassen und es wurde ihnen ziemlich bald leider die Unterstützung der Regierung entzogen, sodass viele nach einigen Jahren wieder eingegangen sind. Und nach einiger Zeit, 1992, wurden dann die Landreformen offiziell zurückgenommen und die früheren Großgrundbesitzer, denen wurde das Land wieder zurückgegeben.
Man kann aber auch gleichzeitig sagen, es war die Zeit der höchsten landwirtschaftlichen Produktivität Portugals. Es war die Zeit nach der Revolution, wo die Menschen, die auf dem Land gearbeitet haben, es auch besessen haben. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, als ich das gehört habe. Also natürlich hat die neue Regierung den Krieg sofort beendet, den Kolonialkrieg, die Kolonien freigegeben. Das war längst fällig und hat die Meinungsfreiheit hergestellt. Also es hat sehr viel erreicht, was wir auch natürlich heute noch, eine Freiheit, die wir heute noch genießen. Der Sozialismus allerdings, den sie sich damals auf die Fahnen geschrieben hat, wurde nach 2 Jahren wieder zurückgenommen. Nach dem sogenannten heißen Sommer von 1976 hat sich eigentlich eher eine Art Sozialdemokratie in Portugal unter dem Namen Sozialismus breit gemacht. Also das revolutionäre Potenzial wurde erstickt, kann man so sagen. Und die Einflüsse auch der deutschen Sozialdemokratie haben sich sehr stark in Portugal bemerkbar gemacht. Du hast jetzt auch Sozialismus in dem Sinne, auch was die portugiesischen Kommunisten damals gewollt haben, als Freiheit bezeichnet. Jetzt haben ja viele da vielleicht auch einen Ostblock als Vorstellung. Wie weit waren die anders? Haben die sich da kein Vorbild genommen am Ostblock, sondern waren die wirklich, ja, haben die eine freiheitlichere Vorstellung von Sozialismus gehabt? Also der kommunistische Führer Alvaro Cunhal, der zurück eben kam aus Moskau, der war dort lange im Exil gewesen, hat sehr stark den Kommunismus nach sowjetischem Modell umsetzen wollen. Aber ich kann mal sagen, das war auch sehr stark geprägt von den Menschen selber. Damals nach der Revolution. Ich habe jetzt am Wochenende noch eine alte Kommunistin getroffen, die hier in einem Dorfweiler sozusagen die Sprecherin geworden ist und das Dorf vertreten hat im nächsthöheren, der nächsthöheren Gemeindeversammlung. Und die hat gesagt, wir standen damit nicht, da kam nichts von oben, wir waren völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Wir als Dorf, wir haben uns zusammengetan und haben überlegt, was machen wir? Wie kriegen wir genug zu essen? Wie kriegen wir eine ärztliche Versorgung? Wie kriegen wir eine Straße? Sie haben Geld zusammengelegt, sie haben Gelder beantragt, die aber nie kamen. Sie mussten alles aus eigener Kraft machen. Und das war eigentlich der Art von Kommunismus, die Art von Kommunismus, die hier im Süden gelebt hat, in diesen Jahren nach der Revolution. Das war wirklich ein Kommunismus von unten. In Lissabon natürlich, in der Hauptstadt, gab es die ideologischen Kämpfe zwischen den Sozialisten und Kommunisten. Davon haben die Menschen hier gar nichts mitgekriegt. Hier ging es wirklich um ganz klare Überlegungen. Lebensfragen. Vorher sind die Menschen oft gestorben, weil sie nicht rechtzeitig einen Arzt erreichen konnten, weil es weit und breit keinen gab. Jetzt haben sie dafür gesorgt, dass dieses Centro de Saúde entstanden, also die Gesundheitszentren ganz dezentral, dass Schulen gebaut wurden, weil das Volk war nicht, hat, das normale Volk konnte keine Schulen besuchen während der Diktatur. Und so haben sie nach der Revolution Schulen eingerichtet auf den Dörfern, wo die Menschen eben lernen konnten, einfach ganz normalen Zugang zur Bildung hatten. Und, was ich beeindruckend finde, ist, dass ja trotz der Sozialdemokratisierung die Landreform lange Zeit aufrechterhalten wurde. Und Ja. Ja. dann gab es in der Zeit doch wahrscheinlich auch mehr Wohlstand auf dem Land. Ja, man muss sich vorstellen, die Leute, die haben vorher hier im Süden zumindest regelrecht gehungert. Es gab dort nur die Tagelöhner und nur die Jungen haben überhaupt Arbeit gekriegt und die haben sehr, sehr wenig verdient. Also das war ein solches Elend hier gewesen. Und nach der Revolution konnten sie ihr eigenes Land bestellen. Portugal ist eigentlich gesegnet mit Sonne, mit Regen, mit guten Böden, also weiten Teilen fruchtbares Land. Und so konnten sie eine Weile sich richtig gut versorgen. Die Kooperativen haben dafür gesorgt, dass die Produkte der Kleinbauern in der Region ausgetauscht wurden. Und die waren dann sehr lange Zeit auch steuerbegünstigt, sodass sie nicht dafür die Steuern nach Lissabon
abdrücken mussten, sondern sie in der Region verwenden konnten. Und das war natürlich ein besseres Leben für eine Weile. Vor allem, also die Menschen sagen heute noch, ist natürlich, wir sind nie reich gewesen in der Zeit, aber wir konnten unsere Meinung sagen, wir hatten die Freiheit und deswegen hatten wir auf einmal ein so gutes Leben. Wir hatten keinen mehr über uns, der uns unterdrückt hat. Das Leben endete eigentlich, es veränderte sich eigentlich mit dem Beitritt zur EU. Also es gab sehr viel Chaos im Land durch diese ideologischen Kämpfe in den 70ern bis hinein in die 80er. Viele Streiks, viel Chaos. Und dann wurde dann von vielen der Beitritt in die EU als wie eine Erlösung angepriesen. Endlich der Anschluss an die europäische Gemeinschaft. Aber damit fing eigentlich die ganze, das war eigentlich ein Beitritt zum Kapitalismus, kann man so sagen. Kann ich mir vorstellen. Weißt du, was damals der Auslöser war? Ich glaube, Portugal ist ja Spanien, wenn ich mich richtig entsinne, in den 80er Jahren schon in die EU beigetreten. Und Ja, 1986, ja. 92 wurde die Landreform zurückgenommen. Das scheint ja nicht in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem EU-Beitritt zu sein. Scheint einen anderen Grund gegeben zu haben. Ja, also die Landreform ist gesetzlich offiziell 1992 zurückgenommen worden. Aber de facto ist sie vorher schon, also man sagt hier, sie ist langsam gestorben, schleichend, weil die Regierung hat von Anfang an ihr nicht die Unterstützung gegeben. Es waren die Sozialisten an der Macht. Die Kommunisten hatten nicht die Mehrheit. Und am Anfang waren die Sozialisten und Kommunisten sind noch einig gewesen. Natürlich am Tag der Revolution sind sie dann, haben sie Einigkeit demonstriert. Davon ist aber bald nicht mehr viel übrig geblieben. Und sie sind dann zum Beispiel zum Thema der Landreform sehr uneins gewesen. Und so haben die Kooperativen kein Geld bekommen und auch keine juristische Unterstützung mehr bekommen und sind dann schon weit vor 92 ja, schleichend gestorben, kann man sagen. Es waren vor allem diese ersten, sagen wir mal, also bis 76 war es richtig ein voller Aufbruch, kommunistischer Aufbruch. Und die Kooperativen gingen noch die ganzen 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein und dann haben sie die Kraft verloren. Ja. Und dann ist die Armut zurückgekehrt. Nein, im Gegenteil, dann ist ein großer Reichtum eingekehrt. Die Portugiesen sagen hier, man hat sie mit Geld beworfen. Die EU in den 90ern, auch noch bis Anfang der Nullerjahre, sind die Banken ihnen nachgelaufen mit günstigen Krediten. Und so ist ein unheimlicher Reichtum ins Land eingekehrt. Plötzlich haben die Menschen, sind überall neue Autos aufgetaucht, Einfamilienhäuser, alles auf Kredit und sind unglaublich viele Autobahnen, Staudämme fertiggestellt worden. Und es kam richtig viel Geld ins Land, aber das war eben geliehener Reichtum. Und so wie mir die Menschen sagten, man hat damit gerechnet, irgendwann würden sie dafür bezahlen müssen. Und jetzt eben 2011 ist sozusagen die Schuldenfalle zugeschnappt, als Portugal dann in den sogenannten europäischen Schutzschirm eingetreten ist, also den die Austeritätspakt zugestimmt hat. Und seitdem auch schon vorher mussten viele aus ihren schönen Häusern ausziehen, konnten ihre Autos gar nicht mehr verkaufen, aber die Autobahnen sind total leer. Also man merkt, es ist so ein Scheinreichtum, der da drüber liegt und darunter ist die Armut wieder eingekehrt. Ja. Also Welche diese Aus ganze, die ganzen Sparmaßnahmen, ja. Welche Auswirkungen haben denn die Sparauflagen der Troika gehabt in Portugal? Ja, also das ist unglaublich traurig mit anzusehen. Wir haben 2,5 Millionen Menschen jenseits der Armutsgrenze. Wir haben 37% Jugendarbeitslosigkeit, 18% Arbeitslosigkeit generell.
Wir haben sehr viele Privatisierungen, die Medien, die Verkehrsmittel, im Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen, was vorher so vorbildlich war, so dezentralisiert war, wird total zurückgefahren, sodass es wie eine Zwei-Klassen-Gesundheitsgesellschaft gibt. Und die einfache Gesundheitsgesellschaft, also die einfache Gesundheitsversorgung, die immer noch kostenlos ist, hat aber fast nichts mehr zu bieten. Und die andere ist fast unerschwinglich für die Menschen. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst einen Beitrag gesehen im Fernsehen, dass einige Menschen gestorben sind, weil sie so lange warten mussten auf die Operationen. Ja, die Schulspeisungen sind eigentlich billig und trotzdem gibt es Fälle, wo die Jugendlichen Mangelernährungserscheinungen haben, weil sie sich diesen einen Euro nicht leisten können. Es gibt 600.000 alte Menschen mit Mangelernährung in Portugal. Wenn man sich vorstellt, es ist ein Land von 10 Millionen Menschen oder weniger inzwischen, 2,5 Millionen Menschen jenseits der Armutsgrenze, die haben wirklich einen sehr, sehr hohen Preis für die Sparmaßnahmen bezahlt. Die Ausreisewelle ist wieder so hoch wie in der Diktatur. Also in der ganzen Zeit nie zuvor sind so viele junge Menschen ausgereist. Es gibt keine Familie, die nicht mindestens ein, zwei Familienmitglieder in Deutschland, Frankreich oder Brasilien oder sonst wo haben, um Geld zu verdienen oder zu studieren, also um der Perspektivlosigkeit auszuweichen. Es gibt eine, finde ich, sehr, sehr traurige Erscheinung. Wir haben hier eine Finanzpolizei, kann man das so nennen. Das ist das Finanzdepartment, also die Steuerbehörde und die Hygienebehörde sind zusammengekommen zu einer Art Polizei, die es den kleinen Produzenten fast unmöglich macht zu produzieren. Also Bars, Eckkneipen, kleine Bäckereien oder Kleinbauern werden alle 2 Wochen heimgesucht von dieser Polizei. Manchmal stehen sie da direkt mit Maschinengewehren und schauen die Bücher durch. Unheimlich hohe Auflagen müssen erfüllt werden. Auch Hygienebestimmungen. Wir haben hier eine Nachbarin, die hat 2 Kühe, die musste einen Stall bauen, nach Hygienebestimmungen, die musste investieren. Das hätte sich eigentlich nur gelohnt, wenn sie 100 Kühe da stehen hatte. Mit ihren 2 Kühen, ich weiß nicht, wie sie sich verschuldet hat, um das hinzukriegen, damit sie ihre paar Käse erzeugen kann, die sie an die Nachbarn verkauft. Die meisten tun das nicht, produzieren, versuchen irgendwie weiter zu produzieren, werden in die Illegalität getrieben und landen auch wieder irgendwann im Gefängnis, wenn sie so weitermachen. Das sind meistens Rentner, die ihre Rente aufbessern von 200, 300 Euro im Monat, von denen sie keinesfalls leben können. Also das ist gerade hier auf dem Land, wo das so weitläufig ist, wo die Menschen auch auf ihren alten kleinen Höfen und Häusern auf dem Land leben, keine Versorgung haben, ein unglaublich trauriges Schicksal. Ja. Da fällt mir ein Beispiel ein. Ich habe das bei Professor Dr. Jossudowski gelesen, ja, einer der bekanntesten von Global Research in dem Buch Globalization of Poverty, dass der IWF Peru es mal zur Auflage gemacht hat, bei landwirtschaftlichen Betrieben Mindestbetriebsgrößen einzuführen. Das heißt, die Kleinen mussten fusionieren oder dicht machen. Hier macht man es scheinbar über Genau. Auflagen, dass man die kleinen Betriebe verdrängt. Das ist richtig eine Strategie. Auf der anderen Seite sehen wir die Großgrundbesitzer, die das Land wieder erhalten haben. Das sind dann meist dann die Erben gewesen, die gar nichts mit dem Land anfangen konnten. Fast alle von denen haben das Land an internationale Agrarkonzerne verkauft, die das ganze Land überschwemmen, zum Beispiel mit Bewässerungs-Olivenbau oder mit Genmaisanbau oder mit Weinanbau. Alles mit Bewässerung aus den neuen Staudämmen. Und sie verdrängen natürlich die Kleinbauern und haben ganz andere Möglichkeiten, aus dem Land die Erträge rauszupressen und sie dann zu exportieren. Das sind fast alles Exportwaren, die da hermargestellt werden. Was früher in Almeria in Spanien war, das drängt jetzt ganz stark nach Portugal unter Glas, unter Folienanbau von Gemüse und Erdbeeren und so weiter. Und da haben natürlich die Kleinbauern keine Chance.
Da hat auch Portugal nichts davon, weil die stellen Arbeiter aus Thailand, aus der Ukraine, sogar aus Nepal ein. Und keiner schaut hin, wie viel Pestizide sie spritzen. Ich habe eine Arbeiterin aus Peru interviewt, die sehr krank geworden ist und der Arbeitgeber hat sie gar nicht mehr angehört. Sie ist fast daran gestorben, weil sie illegal war und keine Krankenversicherung hatte durch die Vergiftung, durch die Pflanzenschutzmittel. Ja. Es ist also, ich denke manchmal Zustände hier, wie man es von einer Bananenrepublik kennt, aber es ist so weitläufig hier im Alentejo, dass fast die Menschen, dass man fast darauf nicht schaut. Aber stattdessen presst man die kleinen Leute aus. Und das ist eine Unverschämtheit, finde ich. Und es ist auch dumm, weil das wäre wirklich eine Strategie, womit die Menschen noch überleben könnten, wenn sie sich gegenseitig selbst versorgen könnten in den Dörfern. Und viele tun das inzwischen einfach illegal. Ja, und was aber, du hast ja nach den Auswirkungen gefragt, es gibt auch eine schöne Auswirkung, finde ich, und zwar, dass auch Menschen aus der Stadt aufs Land zurückgehen, junge Leute, die sagen, wir finden sowieso keinen Job in der Stadt, lass uns irgendwie schauen, wie wir auf dem Land zurechtkommen und dann mit den alten Leuten zusammen eine gewisse Kohäsion, eine soziale Kohäsion aufbauen. Das gelingt in manchen Dörfern recht gut, in manchen nicht so gut. Aber hier in einigen Nachbardörfern ist es schön zu sehen, wie die jungen Leute den Alten helfen, aber gleichzeitig auch von ihnen lernen, wie man das Land bewirtschaften kann. Und da entsteht also auch wieder, also die überalteten Dörfer kriegen eben neue Jugend und kriegen dadurch auch eine neue Chance. Und das sind oft gut ausgebildete junge Leute, die auch sich nicht alles gefallen lassen. Ich habe euch ja mal besucht mit meiner Frau Sarah zusammen. Das war, glaube ich, 2001, wenn ich mich recht entsinne. Ja, schon lange her. Damals habe ich, ich weiß nicht mehr, wer es mir damals erzählt hat, wenn man zum Beispiel damals sich etwas gebrochen hatte, hatte man schon lange Wege zum Arzt. Oder wenn man im Krankenhaus war, war es, glaube ich, damals schon so, dass zwar die medizinische Behandlung gemacht wurde, aber dass man nicht unbedingt die Pflege, so Dinge wie Waschen und so weiter mit dabei hatte, scheint ja damals schon Mangel gewesen zu sein. Wie hat sich das denn für Leute, die jetzt keine teure Krankenversicherung haben, verschärft seitdem? Was macht das im Wesentlichen aus? Ich meine, das System ist das gleiche geblieben. Also man hat hier in den Kleinstädten, in den Orten hat man sogenannte Centre de Saúde, also das sind Gesundheitscenter mit Ärzten und die schicken dann auch immer Ärzte in die Dörfer, auch Zahnärzte für die Leute, die nicht mehr, also das haben sie gemacht. Vor den Sparmaßnahmen haben die auch Leute in die Dörfer geschickt, die dort Sprechstunden abgehalten haben. Sie haben auch Pflegekräfte immer wieder in die, das wurde von der Gemeinde organisiert, in die abgelegenen Häuser geschickt. Es gibt hier sehr viele abgelegene Häuser, wo nur noch ein oder zwei alte Menschen wohnen. Das ist jetzt gestrichen, das findet nicht mehr statt. Also es gibt die Centre de Saúde noch, aber da sind weniger Ärzte als zuvor und die machen nicht mehr diese mobilen Pflegedienste. Also der Bürgermeister unseres Dorfes hier hat mir gesagt, er weiß gar nicht, ob in seinem Bereich Menschen hungern, weil er hat gar nicht mehr die Mittel, mit dem Leute rumzuschicken. Sind wir zu hören? Hallo? Können wir Leila wieder reinholen in die Sendung?
Dann bitte mach du Sache. Hallo? Ja, hallo. Du warst zwischendurch nicht, wir waren zwischendurch getrennt. Das Letzte, was ich Ja. gehört hatte, ist, dass der Bürgermeister nicht mehr die Mittel hatte, um. Der hat nicht mehr die Mittel, um nachzusehen, wie es den alten Leuten geht. Also vorher sind sie von, also in jedem Dorf gibt es so ein Centro de Dia, das ist eine Tagesstätte für alte Menschen. Und die organisieren auch so einen mobilen Pflegedienst. Und die haben einfach nicht mehr die Mittel dafür, auf die umliegenden Höfe zu fahren. Da wurde sehr viel im Sozialbereich gestrichen an Mitteln. Schon heftig, dass das eine Ja. Menschenrechtsverletzung sind. Ich könnte da erwähnen, es gibt einen allgemeinen Kommentar Nummer 14 zum UNO-Sozialpakt, dass man bei der Gesundheit als Letztes sparen muss. Bei allen anderen sozialen Dingen darf man eher sparen, aber bei Gesundheit zuletzt, das finde ich schon Ja. heftig. Also das ist wirklich eine Unverschämtheit hier in Portugal, dass man so schnell an der Gesundheit gespart hat. Und ich frage mich wirklich, wie aus diesen ganzen Sparmaßnahmen überhaupt die Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll. Man ruiniert die Wirtschaft damit, das ist klar. Das ist auch allen Menschen hier klar. In der letzten Woche ist Portugal offiziell aus dem Austeritätspakt ausgetreten, aber es war niemandem zum Feiern zumute. Es war eine echte, wie eine Niederlage und kein Sieg. Sie haben noch mehr Möglichkeiten. Es gibt ja auch noch, wenn Portugal Defizit hat, beim Stabilitäts- und Wachstumspakt das Defizitverfahren ist, wenn Portugal Ungleichgewichte hat, das Ungleichgewichtsverfahren, die Mechanismen haben sie auch noch alle in Reserve. Ich weiß nicht, ob Ja. Portugal sich schon befreit hat davon. Sicher nicht. Eigentlich, wenn man sich auf dem Papier anschaut, Portugal müsste es doch eigentlich, was die sozialen Rechte angeht, ein Paradies sein. Ich habe kaum ein Land in Europa gefunden, was so viele soziale Grundrechte hat, vor allem für Arbeitnehmer, aber längst nicht nur. Und du hast geschrieben bei Global Research, dass es auch ein Staatsziel Sozialismus gibt. Ja, das wurde damals nach der Revolution in der Verfassung festgehalten. Das Staatsziel ist Sozialismus. Hier, die Sozialistische Partei war ja die erste, die die Idee des Sozialismus verlassen hat. Es heißt eigentlich gar nichts mehr, das Wort. So dass es mein Text hier in Portugal auch viel diskutiert war, weil manche gesagt haben, warum nennst du das Sozialismus? Der Sozialismus hat uns doch verraten. Der Sozialismus hier in Portugal ist so weit nach rechts gerutscht. Viele Rechte, es gibt natürlich noch viele Rechte als Reste von der Revolution. Und diese Rechte werden nun Stück für Stück abgebaut. Und es gab in den letzten 2 Jahren viele Streiks, viele große Demonstrationen, wo sich die Menschen dagegen wehren. Aber wir haben auch eine rechte Regierung. Und vor der rechten Regierung waren die Sozialisten an der Macht, die waren auch rechts. Also die Rechte werden seit langer Zeit abgebaut. Und Ich meine, gleichzeitig ist natürlich, ja, das Verfassungsgericht sprich. hat ja zumindest Grenzen gesetzt, dass man gleichheitsgerechter die Kürzung machen muss. Nicht wie im öffentlichen Dienst mehr kürzen als bei den Arbeitnehmern im Privatsektor zum Beispiel. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, haben sie auch bei den Rentnern irgendwo noch Grenzen gesetzt. Portugal. Ja. Aber wenn ich höre, wenn Also ich wie höre. gesagt, also sie nutzen alles aus, was sie machen, was sie können, und es geht einfach immer weiter. Ich habe Ja. den Eindruck, dass sich nicht alle gewehrt haben, sondern nur ein Teil der Bevölkerung und dass deshalb nur an einigen wichtigen Stellen Grenzen gesetzt wurden. Ja, das kann man so sehen. Ich meine, ich fand es schon enorm, wenn hier mehrmals im letzten Jahr gab es, ich glaube, dreimal Demonstrationen, in denen mehr als 1 Million Menschen zusammen waren. Das ist jeder Zehnte von Portugal. Das finde ich schon enorm. Also gleichzeitig sind die Menschen auch, also Portugal hat irgendwie, die Portugiesen sind auch
sehr duldungsfähig. Das hat man ja auch an der Revolution, an der Diktatur gemerkt, wie lange die Diktatur Bestand hatte. Also das ist nicht nur eine Qualität, das ist auch, empfinden viele auch, dass sie als zu duldungsfähig, dass sie zu duldungsfähig sind und lange mitmachen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das Land so weit, also vor allem hier im Süden, so weitläufig ist und so schwer ist, Menschen zu mobilisieren. Ja. Ja. Jetzt hast du in deinem Artikel ein Konzept präsentiert von einem neuen Sozialismus. Was für ein Sozialismus ist das? Sozialdemokratisch, kommunistisch und was sind die wichtigsten Merkmale davon? Also, ich finde, diese Stichworte wie sozialdemokratisch, das bezieht sich immer auf Staatsformen. Das sind für mich Staatsideologien. Und was ich hier erlebe im Umfeld, ist ein Sozialismus, der sich viel mehr dezentral verwirklichen könnte. Also ich merke, dass die Dorfbevölkerung ein bestimmtes dickes Fell gegenüber der Obrigkeit entwickelt hat und darunter eine große Gewohnheit ist, miteinander geldfrei Handel zu treiben, zum Beispiel, sich gegenseitig zu helfen. Das ist für mich eine Basis für einen neuen Sozialismus. Es ist ein ganz alter Sozialismus, könnte ich mal sagen. Es ist einfach eine soziale Kohäsion, die es noch in den Dörfern gibt. Und wo jetzt, wo viele junge Leute wieder auf die Dörfer zurückgehen, ein Aufwind, was jetzt einen Aufwind bekommt. Und ich habe jetzt mal einige Stichwörter festgehalten, was eigentlich zu einem neuen Sozialismus dazugehören müsste, damit ich glaube, dass er heute eine Chance hat. Weil wir wollen ja nicht in einen Sozialismus zurück, wie er im Ostblock verwirklicht war, der unter Druck und Kontrolle nur verwirklicht werden konnte, der gar nichts mit dem Erleben der normalen Menschen zu tun hatte. Das heißt, Und sozialer, so habe ich, ja. wenn ich richtig verstehe, sozialer und freier als im Ostblock. Das heißt, Vor ganz allem einfach. erstmal dezentral. Also er muss von unten kommen. Das ist für mich das erste Stichwort ist ein Sozialismus, der wirklich von den Menschen kommt, der auch in ihrem Leben verankert ist, sodass sie real in ihrem Umfeld erfahren können, was das heißt, zu teilen, sich mitzuteilen, Vertrauen zu haben zu ihren Nachbarn, nicht zu glauben, dass sie übers Ohr gehauen werden. Und das heißt praktisch ein gemeinschaftliches Leben zu verwirklichen. Sozial kommt ja von Gemeinschaft. Wir sprechen immer von Vergesellschaftung der Produktionsbedingungen, aber es geht bei der Vergesellschaftung auch um die inneren, um die sozialen Produktionsbedingungen. Also wir können nicht in patriarchalen Familienmuster leben, wo sozusagen die Kinder die Untertanen der Eltern sind und zwischen den Eltern kein Wort der Wahrheit ausgesprochen werden kann und nach außen kein Wort dringt, wie das in der klassischen Familie halt immer so gewesen ist. Und dann sagen wir leben im Sozialismus. Also ein Sozialismus braucht auch eine andere Sozialstruktur. Braucht auch das Erleben der Menschen, dass sie sich mitteilen können, dass sie die Wahrheit sagen können, dass sie ihre persönlichen Themen offenbaren können. Und natürlich dann noch ihre wirtschaftlichen Themen. Also das darf nicht eine solche Trennung zwischen Wirtschaft und sozialem Leben geben. Das meine ich mit Sozialismus von unten. Und dezentral heißt für mich, es verwirklicht sich in meiner Hin. Also ich glaube nicht mal, dass es sich auf der Staatsebene nochmal irgendwo verwirklichen wird und dann nicht sofort andere Staaten kommen und das platt machen, wie wir das ja immer wieder gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, es muss sich ganz von unten durch Gemeinschaften, wie Tamera eine ist, oder durch Dorfgemeinschaften ein Sozialismus von unten entwickeln, der dann zum Beispiel wird, zum Modell wird für andere, für ganze Regionen. Und dann kann eine Region die Grundnahrungsmittel erzeugen, die ihre Bewohner brauchen. Sie kann die Energie erzeugen, die ihre Bewohner brauchen. Sie kann für das Wasser sorgen. Und sie hat nicht mehr diese Abhängigkeit. Also ein neuer Sozialismus hat viel kleinere finanzielle, wirtschaftliche Kreisläufe,
ist nicht vom Staat abhängig, sondern ist regional unabhängig. Ja, es gehört natürlich dazu ein anderes Verhältnis zur Natur. Wir können nicht glauben, dass wir in einer so zerstörten Natur, wie wir sie jetzt vorfinden, ein gerechtes Wirtschaftssystem aufbauen können und die Natur weiterhin ausbeuten können. Also Gerechtigkeit muss die Natur mit einbeziehen. Wir müssen mit der Natur kooperieren. Das hat schon Viktor Schauberger gesagt, wenn wir das Wassergeheimnis kennen, wenn wir das Geheimnis der Natur kennen, wenn wir mit der Natur kooperieren, dann wird es wird so viel Reichtum überall geben. Die Menschen werden sich so viel selbst ernähren können, dass man zumindest mit Lebensmitteln nicht mehr spekulieren kann. Und mit Energie auch nicht. Wenn jede Region ihre eigene Energie erzeugt, wird sie nicht unter Druck gesetzt werden können von Energiekonzernen. Ja, das sind einige Stichpunkte eines neuen Sozialismus für mich. Ihr habt in Tamera ja auch einiges zur Heilung der Landschaft getan. Wenn ich mir die neuen Bilder anschaue und wie es 2001 aussah, ist unheimlich viel begrünt seitdem. Ja, das ist Portugal ist ja hier am Rande der Wüstenbildung an vielen Gegenden und hier muss was getan werden. Wir haben zwar im Jahresdurchschnitt so viel Regen wie auch in Berlin, teilweise sogar viel mehr, aber der Regen fällt nur im Winter und im Sommer ist es trocken. Und dadurch, dass in der Diktatur, aber auch danach im Kapitalismus so viele Monokulturen angelegt wurden, wurde dieses Land gnadenlos ausgebeutet und erodiert. Also der Winterregen zerstört die ganzen Mutterboden. Und wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, das Wasser auf dem Land zu halten, das Wasser sozusagen zu verlangsamen, indem wir Retentionslandschaften bauen. Die bestehen aus Teichen, aus Seen, aus Gräben. Und natürlich aus Wäldern, die wir aufforsten, in denen sich das Wasser sammelt und wo es dann das ganze Jahr über zur Verfügung steht. Man merkt hier schon, wir haben das jetzt vor 7 Jahren angefangen, dass es ein ganz anderes Klima im Sommer gibt, dass es das ganze Jahr über Anbau möglich ist und auch grün ist. Im ganzen Jahr blüht was. Und so ist es natürlich ein Anziehungspunkt, der viele Menschen interessiert. So haben wir. Es kommen jeden Samstag viele Schaulustige aus ganz Portugal hierher zum Tag der offenen Tür und schauen sich das an. Und wir haben auch schon viele Nachahmer gefunden. Und so hoffen wir, dass durch diese Methode, wenn man sie an vielen Orten anwendet, die Wüstenbildung aufgehalten werden kann. Du hast geschrieben, auch ein weiterer entscheidender Punkt, Ethik und Spiritualität, Brücken statt Wände. Ja, das ist für mich ein weiterer Punkt eines neuen Sozialismus. Ich finde es ein bisschen fehlend im Sozialismus, dass man immer sagt, Religion ist Opium für das Volk. Ich stimme dem zwar voll zu, wenn ich die Machenschaften der Kirche sehe, aber auf der anderen Seite ist es ein seelisches Bedürfnis, eine gewisse Ethik zu haben oder auch mit etwas zu kooperieren, was man früher Gott genannt hat, was die Buddhisten vielleicht noch mal anders nennen. Also dass es ethische Werte gibt, das können wir ruhig in unser Leben holen. So arbeiten wir in Tamera an ethischen Grundregeln, an einer sogenannten objektiven Ethik. Und das darf man nicht als Regeln verstehen, so wie man wie die Kirche Regeln rausgegeben hat oder Gebote rausgegeben hat. Das ist einfach eine Feststellung, wenn Menschen in gerechten, sozialen Zusammenhängen leben, werden sie von selber sich gegenseitig helfen. Das braucht man ihnen nicht vorzuschreiben. Sie werden von selber dafür sorgen, dass sie sich die Wahrheit sagen, dass sie sich nicht belügen. Sie werden von selber dafür sorgen, dass
Also, was hatten wir? Die gegenseitige Hilfe, die Wahrheit, das Vertrauen untereinander. Sie werden dafür sorgen, dass soziale Gefäße entstehen, in denen man denen sich die Menschen vertrauen können. Ja. So gibt es so, versuchen wir immer weiter rauszukriegen, was ist denn so eine objektive Ethik, die in allen Kulturen Sinn macht, die jetzt nicht religionsabhängig ist oder nicht ideologisch gebunden ist. Und hier in Portugal finde ich das interessant zu sehen, hier im Süden, wo wir leben, hatte die Kirche nach der Revolution keine Schnitte mehr. Also die Menschen waren viel mehr kommunistisch geprägt und haben nicht mal an die Kirche geglaubt. Aber jetzt ist die Kirche tritt viel bescheidener auf als zu Zeiten der Diktatur. Und es gibt viele Menschen, die sowohl Kommunisten als auch sehr aktiv in der Kirche sind und die sagen, wir bringen das Beste aus beiden Seiten zusammen, weil der Begriff der Nächstenliebe ist im Grunde auch ein sozialistischer Begriff. Wir haben hier einen Bischof, der Bischof von Beja, der für uns zuständig ist. Der wird auch der rote Bischof oder der kommunistische Bischof genannt, der sich sehr stark für die sozialen Belange einlässt und keine Gelegenheit auslässt, die Politik anzuprangern und den revolutionären Jesus zu predigen. Ja, das berührt mich sehr, muss ich sagen. Ja, jetzt würde ich gerne Freeman in die Diskussion holen. Freeman, was denkst du zu der Situation in Portugal und zu Modell eines neuen Sozialismus, was leider vorgestellt hat? Hört ihr mich? Ja. Ja. Also ich muss der Leila ein großes Kompliment machen. Vieles, was sie sagt, muss ich echt mit Staunen mir anhören, oder? Weil das sind sehr vernünftige und menschliche Werte, die da als Modell umgesetzt werden. Es gibt natürlich ein paar Sachen, mit denen ich nicht einverstanden sein kann, aber das sind Details, ja. Ja, die Lage in Portugal, das ist, wir müssen ja davon, oder wir wissen ja, dass die ganze EU ja nur deswegen existiert, um die Länder zu zerstören. Wir wissen auch, dass die Parteien, egal was, wie sie sich nach außen geben, egal welche Farbe sie haben, rot, grün, gelb, schwarz, alle das gleiche Programm haben und sehr weit rechts von der Mitte sind. Ja, sehr weit rechts von der Mitte sind. Und dass natürlich eine Sozialdemokraten, das ist ja wohl der größte Witz aller Zeiten, weil sie sind weder sozial noch demokratisch, oder? Und das hat man ja gestern wieder gesehen, oder vorgestern, was der Steinmeier von sich gegeben hat. Ich meine, dass die EU-Parteien und Regierungen ein Nazi-Regime in der Ukraine an die Macht gebracht haben und die Nazis dort wüten lassen, dass sie Massaker verüben, das ist genau das, zeigt, was die sind. Ja? Und dass sie Leute, die Frieden wollen, als Nazis abstempeln, das ist auch wieder typisch. Aber zurück zu Portugal. Ich meine, ich habe ja ein bescheidenes Projekt auch am Laufen in Bezug auf Autarkie. Und ich habe mir natürlich ein Land ausgesucht, das eben nicht in der EU ist. Und wie Leila sagt, dass ja diese ganzen EU-Regeln und Gesetze ja alles abwürgen und zerstören, ja, weil ja die Leute das gar nicht einhalten können, außer sie tun sehr viel investieren, sich verschulden oder sie müssen ihren Betrieb aufgeben. Ja. Genau. Und das ist ja etwas, was ich zum Beispiel aus Kroatien jetzt höre. Kroatien ist seit letzten Sommer in der EU und genau das passiert jetzt dort. Eine Zerstörung der ganzen Klein- und Mittelbetriebe, weil sie diese ganzen neuen Vorschriften, die jetzt dort gelten, nicht einhalten können. Ja. Natürlich wird das Ganze immer mit Schutz des Verbrauchers und ich weiß nicht, was alles, es geht immer um den Schutz, oder? Dann begründet werden und so weiter.
Was ich natürlich auch sagen kann, ist wegen der Zerstörung der Natur. Ich habe natürlich auch ein Land ausgesucht, das eben nicht, wo die Natur noch heil ist. Nicht? Also wo noch kein Monsanto und diese ganzen Verbrecherorganisationen schon gewütet haben. Nicht? Und das ist natürlich sehr schwer, das im Nachhinein wieder zu reparieren. Aber ich bewundere natürlich, ich habe ja gesehen, dass der Sepp Holzer hat ja in Portugal Projekte gehabt, wo sie Teiche angelegt haben und dadurch dieses Mikroklima wieder in Ordnung gebracht haben. Sind das so Ja, das Sachen? ist eben bei uns, das ist bei uns eben in Tamera, was ich gerade versucht habe, in ein paar Wochen, ein paar Worten zu erzählen. Das war durch die Beratung von Sepp Holzer, der bei uns vielfach bei uns gewesen ist und gezeigt hat, wie das geht. Und also das sind richtige Seen, die wir anlegen konnten dadurch, mit einfachsten Mitteln, also nur mit Lehm, nur mit dem Material, was wir vorgefunden haben. Ja. Na, finde ich Und das toll. Ich ist habe auch, ich habe ja Videos darüber gesehen, und wie das dann plötzlich das Klima dort verbessert und die Luftfeuchtigkeit und alles, ja. genau. Das finde ich toll. Auch die Idee der Dezentralisierung und der kleinen Strukturen, absolut einverstanden. Ja, das sage ich schon lange, dass wir zurück, anstatt diesen Zentralismus, den ja die EU dauernd fördert, oder? Und noch mehr Zentralismus und noch mehr Macht soll nach Brüssel abgegeben werden und noch mehr sollen wir von Leuten, die überhaupt nicht wissen, um was es geht, sozusagen mit Gesetzen und Vorschriften bevormundet werden, soll es wieder zurück zu kleinen Strukturen gehen. Ja, absolut einverstanden. Was ich natürlich, sagen wir mal, was mich stört, ist, dass man sagt, die patriarchalen Familienverbunde wären schlecht. Also ich kann nur bestätigen, dass in den Ländern, die ich besucht habe, wo das noch existiert, die Gesellschaft am besten läuft. Diese seit Jahrtausenden funktionieren Generationen, die zusammenleben und sich gegenseitig helfen, was es bei uns ja gar nicht mehr gibt, ja, wo die Das meinte Kinder, ich nicht, ja. Ja, okay. wo Sorry. die Kinder die Eltern abschieben ins Altersheim und ich weiß nicht was und man überhaupt nichts mehr mit uns miteinander zu tun hat, ja. Und wo wir praktisch nur noch Individuen sind, ja. Also das habe ich gemerkt, speziell in den Ländern, die durch einen Krieg oder durch was anderes gelitten haben, nur so konnten sie das überleben. In diesen Strukturen, ja. Und Ich auch glaube, ich mit habe der mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Also das, dem stimme ich voll zu, was du sagst. Ich meinte eher die Kleinfamilie. Also da, wo es noch erweiterte Familien, wie sie sagt man, Extended Families, also wo es das noch gibt, das ist ja schon ein gemeinschaftlicher Zusammenhang. Der ist zwar dann auch noch mit Familienoberhaupt und sowas, das muss ja nicht alles sein, aber gleichzeitig ist die Familie noch der letzte Rettungsanker. Meiner Meinung nach muss die Familie noch viel mehr aufgehoben sein in einer Gemeinschaft. Das kann eine Dorfgemeinschaft sein oder eine Gemeinschaft, wie wir das hier in Tamera haben, oder eine Kommune. Also, dass die Familie noch mehr entlastet ist, wie wir heute die Kleinfamilien sind, einfach zu überfordert, die brechen auseinander, weil sie den Druck gar nicht mehr aushalten, gar nicht mehr standhalten können. Ja gut, die Ja. Familien, die ich in gewissen Ländern kenne, bestehen aus vielen hundert Mitgliedern. Ja, das ist Ja, toll. wo dann, sagen wir mal, auch einen Ältestenrat gibt, der dann gewisse Probleme löst, oder? Oder gegenüber anderen Leuten oder gegenüber dem Staat Verantwortung übernimmt für einzelne Mitglieder und sie teilweise auch bestraft, wenn sie was gemacht haben, ja. Nee, also das ist halt noch so ein althergebrachter, aber trotzdem finde ich das gut. Wahrscheinlich ist jedes Extrem falsch und eine gesunde Mischung ist gut, ja. Nicht? Also Ja. das finde ich absolut in Ordnung. Also diese
Das Modell, das du da anhand von neuesten Erkenntnissen, anhand was alles passiert ist, finde ich wirklich bewundernswert, ja. Dankeschön. Bremen, die positiven Beispiele, Familie, ja, als gegenseitige Unterstützung, als Netzwerk, als Schutz. Meinst du Russland und Iran? Oder Zum welche Beispiel, Beispiele meinst aber du? auch in Südamerika. Ja. Es gibt ja viele Länder außerhalb der EU und Nordamerika, wo diese. Ich finde es sowieso unheimlich überheblich von uns, dass wir meinen, hier die westliche Welt, die ja eh nur aus 20 Staaten besteht, diese sogenannte Weltgemeinschaft besteht ja nur aus ein paar Staaten, ne? Das ist die EU und Amerika, dass die immer so tun, als wie wenn sie für die Welt sprechen. Dabei, wenn man außerhalb geht, dann merkt man, dass da ganz andere Sachen ablaufen, ganz andere Prioritäten sind, ganz andere Gesellschaftsformen gibt und so weiter. Also nicht, also das merke ich. Und ich merke auch, dass die ganz anders denken wie wir. Was wir ja teilweise an Problemen haben, das sind ja Luxusprobleme. Ja. Also unter einem Luxusproblem meine ich, das sind aus der Sicht der anderen Welt Probleme, über die sie nur lachen können, weil sie am Existenzminimum leben. Ja. Nicht? Also zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich bin Vegetarier. Ich esse kein Fleisch. Die wären froh, wenn sie überhaupt was zu essen haben. Ja, das sind so Sachen, ja. Aber allgemein höre ich ja aus dem, was die Leila sagt, dass es in Portugal wirklich dramatische Armutsprobleme gibt und dass man die nur jetzt versucht, in kleinen zu lösen, oder? Also es gibt dramatische Armutsprobleme. Es gibt natürlich, also ich empfinde es nicht als ein Luxusproblem. Und gleichzeitig ist es oft auch unsichtbar. Also man sieht Menschen, zum Beispiel junge Leute, die haben ein Handy und gleichzeitig also sie können sich das Handy leisten und aber nicht das Essen für was sie tagsüber brauchen, um sich in der Schule konzentrieren zu können. Ist das Ja. jetzt ein Luxusproblem oder nicht? Also Nein, unter da. Lux, ich meine jetzt nicht Portugal, ich meine jetzt, sagen wir mal, was wir mit dem uns die Medien konfrontieren, oder? Zum Beispiel ein Luxusproblem, würde ich meinen, ist Übergewicht, oder? Oder dass man abnehmen muss, oder dass man einen gewissen Lebensstil führt. Wenn ich das gucke, wie andere in anderen Kontinenten die Leute leben, dann also mit Übergewicht haben die überhaupt nichts zu tun. Ja. Und Nee, das solchen stimmt. Sachen, ja. Nee, ich finde das toll, ich meine, dass man aus der Not, nicht? Das Ganze entsteht ja scheinbar aus der Not heraus, was ihr da macht, oder? Ich empfinde auf jeden Fall die Krise als eine Chance. Also die sogenannte Krise hier in Portugal ist ja für mich keine Krise. Das ist ja lange geplant gewesen, was wir jetzt sehen. Ja. Das ist ja ein Zwischenstand von einer langen Strategie. Ja. Aber ich empfinde sie auch als eine Chance, weil Menschen aufwachen und merken, es geht nicht immer so weiter. Also Ja. diese Art von Reichtum, den wir jetzt die letzten Jahre gelebt haben, ist eine Illusion. Er beruht auf nichts. Und Ja, wir nur auf müssen unser Schuld. Leben auf andere Füße stellen. Und Genau. diese anderen Füße, das ist die Gemeinschaft, in der man lebt. Das ist der Grund und Boden, von dem man leben kann. Das ist das Wasser, das ist die Energie. Das sind wirklich diese Grundmittel, die man hat und die zu teilen, also die sozial aufzuteilen, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Wenn das Schule machen könnte, also das hat hier einfach eine Chance, dass das sich ausbreitet. Das sehe ich immer mehr Gemeinschaften, Dörfer, Regionen, die sich in so einer Weise orientieren wollen, die dann
zum Beispiel geldfreie Märkte aufbauen und eben auch Wasserretentionslandschaften aufbauen wollen, Tauschringe und so weiter. Wenn an eines Tages wirklich der Zusammenbruch kommt, dann werden diese Menschen nicht ganz auf Null zurückgehen. Sie haben etwas, auf dem sie aufbauen können. Völlig Und das ist richtig. eine Chance, ja. Gibt es aber nicht ein Problem, dass die ganzen EU-hörigen Behörden das verhindern wollen? Weil Ja. wir haben doch mittlerweile es so weit, dass man ja gar nicht mehr die Produkte, die man selber in der Landwirtschaft macht, ob das jetzt ein Kleingarten ist oder was, die darf man ja gar nicht mehr verzehren, aus Sicherheitsgründen. Also verzehren darf man sie hier noch, aber man darf sie nicht mehr verkaufen. Die Genau. ganzen lokalen Märkte hier wurden geschlossen. Als Ja, ich eben, hier aber nach Portugal kam, hat verhindert man das jeden. nicht euer Modell dann? Ja, und es gibt immer Möglichkeiten. Wir zum Beispiel, wir wollen eine alternative Kooperative aufbauen und einen Verein gründen. Und alle, die jetzt einkaufen wollen in der Kooperative, werden Mitglieder. Und die bezahlen halt nicht mit Geld, sondern sie bezahlen einen Mitgliedsbeitrag oder vielleicht auch nur einen symbolischen. Und dann werden die Waren ausgetauscht. Es ist dann einfach nur Geschenk. Ja, Und gegen das ist dann Geschenk der kann keiner was klassische machen. Food Coop, nicht? Wo man Mitglied Das ist wird, so, ja, genau. wo man die Produzenten wissen, was man, dass es einen Kreis an Leuten gibt, die abnehmen Genau. und die Abnehmer wissen, wer was produziert und können sogar mithelfen, ne? Genau, die Food Co-ops sind ja nach Vorbild der Kooperativen auch unter anderem in Portugal entstanden. Und damals, also ich kenne das aus den 80ern, als wir die Food Co-ops aufgebaut haben, da war das, weil wir biologische Nahrungsmittel wollten und nicht aus dem Supermarkt die gespritzten Sachen haben wollten. Man kann sagen, Luxusproblem. Heute könnten wir es wieder aufgreifen und greifen wir es wieder auf und führen das weiter, damit wir überhaupt noch in Zukunft was zu essen haben. Und dass es biologisch ist, kommt dann noch dazu. Ja, wegen diesen ganzen Vorschriften und Vergiftung der Landschaft und so weiter habe ich halt entsprechend im Osten ein Land gesucht, wo also außerhalb des EU-Imperiums liegt und man schon mal grundsätzlich diese Probleme nicht hat. Welches Verstehst Land, du? von welchem Land sprichst du? Von Abkhazien, was ja niemand kennt, völlig unterm Nee. Radar läuft und Ja. deswegen überhaupt noch nichts dort passiert ist. Ja, an schlechten Sachen. Was ist passiert denn dort? Was ist das für ein Land? Ja, da es nicht anerkannt wird, fliegt es völlig unterm Radar. Das ist ja eine sogenannte abtrünnige Provinz von Georgien. Also so wird sie vom Westen aus betrachtet, aber tatsächlich ist es eine Republik, eine eigenständige. Und diese Nichtanerkennung bewirkt natürlich, dass der ganze Dreck, der vom Westen kommt, nicht kommt. Toll. Oder? Das heißt, es hat eine unberührte Natur und es hat all diese ganzen Vorschriften nicht. Ich habe den Leuten zum Beispiel erzählt, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, wenn ihr EU-Mitglied werdet, weil dann könnt ihr euren ganzen Lebensstil nicht mehr durchführen. Und Kultur, zum Beispiel, dass jeder seinen Wein macht oder selber den Schnaps brennt. Oder dass ihr eure Eier produzieren könnt und verkaufen könnt. Das gibt's dann alles nicht mehr, oder? Ja. Und weil ja im Osten, wir sehen das ja in der Ukraine, da gibt es ja Leute, die meinen, die EU, das ist dann das Paradies, oder? Das stimmt. Und deswegen haben wir ja da diesen Konflikt zum Teil. Dass sie Ja. ja nicht, sie glauben halt das, was in der Propaganda übers Fernsehen kommt, oder? Und dann Ja. muss man sie halt erklären, sorry, aber was ihr habt, ist viel besser. Ja. Also Fernsehen haben Sie das schon. Sie sehen schon westliches Fernsehen, Natürlich, oder? ja, natürlich hat jeder Fernsehen, das ist ja logisch. Die haben auch das beste Handynetz, das es überhaupt gibt.
Weil Festnetz gibt es überhaupt nicht, es gibt nur Handynetz. Oder? Aber was ich sagen will, ist, dass sie, dass dieser Ausschluss aus der Welt, wenn man, der hat auch seine Vorteile. Das ist so ähnlich wie mit dem Iran, dass man 34 Jahre lang den Iran jetzt boykottiert. Hat ja die eigene Wirtschaft gestärkt, weil sie ja dann alles selber produzieren müssen. Ja, also die Sanktionen tun ja nur am Anfang jemand bestrafen. Nach einer Weile wird ja dann umgeschaltet auf, anstatt Import, tut man ja selber produzieren, alles, was man braucht. Ja. Und deswegen sind ja Sanktionen völliger Blödsinn. Sie treffen ja immer nur den, der sie ausspricht, ja. Und nicht den, den man eigentlich bestrafen will, weil er wird ja dann autark, ja. Nicht? Leila, ich würde gerne noch fragen, wie geht ihr in Tamera mit Konflikten um? Hast ja auch das Stichwort gesagt, Brücken statt Wände. Also Brücken statt Mauern, das ist so ein Motto, was die Portugiesen für sich veranschlagen, wo sie sagen, das ist eher unsere Mentalität. Die Portugiesen haben immer eher Brücken gebaut als Mauern. Jetzt mal Tamera. Ist ja nicht Portugal, wie wir mit Konflikten umgehen. Also wir haben erstmal immer die Methode, dass wir zusammenkommen und uns erstmal zuhören. Einen Kreis bilden, möglichst, also nicht die beiden Streithähne aufeinanderprallen lassen, nur zu zweit. Das kann vielleicht mal kurz erfrischend sein, aber dann, wenn man wirklich einen Konflikt lösen will, dass man einen Kreis bildet, wo auch Menschen dabei sind, die unbetroffen sind, die einen kühlen Kopf haben und wo man sich dann erstmal die Seiten anhört, was ist los, ja. Und eigentlich theoretisch, also in der Theorie, wir suchen immer, einen Konflikt nicht so zu lösen, entweder hat der eine Recht oder der andere Recht, sondern es gibt eigentlich immer eine Ebene, auf der beide Sichtweisen, beide Wahrheiten integriert werden können. Und das ist eigentlich das Prinzip von Gemeinschaftsbildung. Also wenn der eine sagt, ich will den Apfel und der andere sagt, nee, ich will ihn, dann kann man sagen, ja, teilt ihn euch oder du hast lautere Stimme, du kriegst ihn. Beides ungerecht oder beides vielleicht, das Teilen ist nicht ungerecht, aber vielleicht noch nicht kreativ genug. Es gibt immer auch eine kreativere Konfliktlösung. Die besteht vielleicht darin, dass man sagt, wir sammeln die Apfelsamen und bauen darin einen neuen Apfelhain auf. Ich mache es jetzt an diesem berühmten Beispiel, dass man es immer wieder angewendet wird. Also wir versuchen immer, die Ebene zu sehen, wo jeder mit seiner Sichtweise auch zu Hause ist, wo man nicht sagt, der eine hat Recht und der andere Unrecht. Das braucht manchmal Zeit. Jeder Konflikt hat immer verschiedene Ebenen. Also es ist oft, wenn dann ein Sachkonflikt da ist, gibt es eine unterliegende Ebene, die mit Eifersucht zu tun haben kann oder Konkurrenz oder einer alten Geschichte, die vielleicht ganz woanders angefangen hat. Und so versuchen wir auch immer, wenn die da ist, die auch mitzuhören, dass die ausgesprochen werden kann, dass die sich legen kann und dass man dann wirklich auf einer Sachebene reden kann. Auf einer bereinigten Sachebene reden kann. Ja. Wir haben als Regierungsmodell hier oder als Verwaltungsmodell der Gemeinschaft die Basisdemokratie. Da aber nicht jedes Thema immer mit 170 Leuten breitgetreten werden kann, gibt es für jedes Thema auch Gruppen, die sind offen für jeden, daran teilnehmen kann, die dann die Beschlüsse vorbereiten und das in einem Plenum mitteilen und das Plenum bestätigt die dann oder wenn es sie nicht bestätigt, muss man nochmal in eine nächste Runde gehen. Ja. So ist hier Entscheidungsfindung, Konfliktlösung geregelt. Oder hast du noch eine spezifischere Frage? Ich denke mir, ihr seid ja auch ein Modell, ein Friedensmodell. Und wenn ich mir, ist jetzt Ja.
meine Inspiration, wenn ich mir anschaue, ein Umwelt- und Friedensprojekt in Abchasien aufzumachen, dann ist es vielleicht auch eine wichtige Frage, ja, wie ihr mit Konflikten umgeht. Ja, also Konflikte sind echte Geschenke. Konflikte sind Geschenke zur Weiterentwicklung. Wenn man alles immer bereinigt und keine Konflikte haben will, dann kommt man auch nicht weiter. Wir brauchen regelrecht die Konflikte, weil daran kann man sehen, ah, das Leben will sich weiterentwickeln. Da muss man reinhören. Was ist da los, ja? Und natürlich führen wir keinen Konflikt um des Konfliktes willen, aber wir sehen eigentlich Konflikte als Geschenke an. Genauso wie Probleme, Herausforderungen. Das sind Geschenke zur Weiterentwicklung. Vielleicht ein bisschen der Unterschied zu einer Familie, die da andere Wege hatte. Was ich gerne wissen würde, ist, wie werden dann Entscheidungen durchgesetzt? Ja, also wenn wir alle eine Entscheidung tragen, dann muss man sie ja nicht gegen jemand anders durchsetzen. Also ja, es gibt kein Durchsetzungsorgan im Sinne einer Polizei oder sowas. Das gibt es natürlich nicht in der Gemeinschaft. Aber wenn man merkt, dass, was weiß ich, wir haben einen Bereich, in dem kein Auto stehen soll, und wenn jemand immer wieder sein Auto dahin stellt, dann wird er halt irgendwann auch mal vor der Gemeinschaft daraufhin angesprochen und hat dann die Gelegenheit zu sagen, warum er das eigentlich tut. Ja, zum Beispiel. Also wenn jemand immer wieder, wenn wir zusammen Regeln aufstellen und die werden nicht eingehalten, dann muss das gemeinschaftlich besprochen werden. Dann ist entweder die Regel nicht gut oder jemand hat ein asoziales Problem. Verhalten. Ja, asoziales Verhalten ist ja meistens Ausdruck davon, dass jemand mehr Aufmerksamkeit braucht oder sagt, hier, Hilfe, ich brauche euch oder irgendwas. Ja. Und manchmal muss man auch einfach sagen, Leute, die zum Beispiel immer zu spät kommen, wenn wir sagen, wir treffen uns um die Zeit und jemand kommt immer 10 Minuten zu spät und alle müssen wieder, stört die ganze Versammlung, man muss wieder von vorne anfangen, dann sagt man mal, okay, du bist jetzt mal der Timekeeper, du bist jetzt mal der Zeithüter für den nächsten Monat und sorgst dafür, dass rechtzeitig auf den Gong gehauen wird. Das, ja, so kriegt es, sucht man sich manchmal auch so so Konsequenzen für jemanden aus. Ich meine, das macht man eher mit Kindern, ja, Erwachsene. Aber so, dass jemand da auch richtig merkt, okay, hier habe ich was zu lernen, ja, hier bin ich irgendwie so in meiner Gewohnheit fest, dass ich überhaupt nicht merke, was ich tue, ja. Aber das kommt eigentlich selten vor, weil es gibt zum Beispiel Sachen, wir beschließen die und die halbe Gemeinschaft hält sich nicht dran. Das heißt, wir haben die gar nicht richtig beschlossen. Vielleicht waren die Hälfte war irgendwie am Schlafen, hat an was anderes gedacht, als wir das beschlossen haben. Dann muss das nochmal beschlossen werden, ja. Was ist aber mit zum Beispiel kriminellen Taten wie Diebstahl und so Sachen? Wir hatten jetzt vor dem Winter, den Fall von fortgesetztem Diebstahl. Das war vorher noch nie vorgekommen, dass immer wieder Geld verschwunden ist aus Taschen, die irgendwo herumlagen oder auch aus der allgemeinen Kasse. Und es wurde immer wieder angesprochen im Plenum und wurde gesagt, derjenige, der es getan hat, kann das Geld zurückgeben, heimlich oder offen. Es wird ihm nichts passieren oder soll ins Forum gehen. Es ist nichts passiert. Irgendwann hatten wir den Eindruck, dass es keiner aus der Gemeinschaft ist, weil wir haben uns umgeschaut in der Gemeinschaft und wir konnten uns nicht vorstellen, dass es einer von uns ist. Und ja, dann haben wir das erstmal wieder sein gelassen und 2 Wochen später haben wir festgestellt, dass es der Sohn einer früheren Mitbewohnerin ist, den wir in der Zeit aufgenommen hatten, auch ein Arbeitsloser aus Lissabon,
der kam dann, es war ihm unheimlich peinlich, und er hat gesagt, er hat das Geld so dringend gebraucht, er war verschuldet und war ihm unglaublich unangenehm, weil er bei uns ja aufgenommen wurde, und hat gesagt, er will das Geld irgendwie zurückzahlen und weiß aber nicht wie. Er geht jetzt ins Ausland zum Arbeiten, und dann war eine tränenreiche Runde, und schließlich haben Menschen aus der Gemeinschaft sind aufgestanden und haben gesagt, ich leg was dazu, ich leg was dazu, ich leg was dazu. Es waren insgesamt was wie 2000 Euro, und das Geld kam wieder zusammen. Ja. Also wir haben bis jetzt in der Gemeinschaft das Problem von Diebstahl nicht. Wir hatten mal das Thema von Kindern, Sozialfällen, die wir aufgenommen haben, und dann gab es, dass ein Junge sich immer wieder Autos geklaut hat. Das war natürlich ein schwieriges Problem, weil er noch viel zu jung war zum Autofahren. Ja, das musste dann, da mussten wir richtig ihm ins Gewissen reden, aber das haben die Kinder selber gemacht unter sich. Das war viel wirkungsvoller, als wenn die Erwachsenen, auf die hat er nicht mehr gehört. Aber die anderen Kinder für ihn, die im gleichen Alter waren, für ihn eine viel höhere Autorität da. Und er hat es schließlich aufgehört. Ja. So, ich kann das gar nicht so generell sagen. Es ist von Fall zu Fall. Als Gemeinschaft handelt man immer von Fall zu Fall, ja. Ja. Ich habe mir mal ich habe mal die Amish besucht in Pennsylvania Ja. und habe mir angeguckt, wie die leben. Ja, es ist auch sehr interessant. Speziell Ja. diese gegenseitige Hilfe. Ja. Ja. Und auch, wie sie Landwirtschaft betreiben, ohne in dem Sinn große Technik. Ja. Aber das ist natürlich eine Aber Extremform. natürlich ist es für mich, was vielleicht uns ein bisschen unterscheidet, was bei uns in Tamera natürlich ganz zentral ist, ist der Umgang mit Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Ist anders als jetzt bei den Amish oder im Iran oder in den traditionellen Familien. Also wir haben einen sehr offenen Umgang damit. Das ist uns auch sehr wichtig. Also es ist einer unserer zentralen Themen, dass wir sagen, Wahrheit in der Liebe, Heilung in der Sexualität ist eine Voraussetzung für ein gesundes Zusammenleben. Ja. Aha, okay. Wie Was, groß ist äh, eigentlich diese Gemeinschaft? also wir haben 170 Menschen und 130 Hektar. Es kommt jetzt darauf an, was du jetzt mit Größe meinst. Also das Land ist 130 Hektar groß. Also sehr viel Land haben wir. Und wir sind mittlerweile 170 Menschen, wenn man alles zusammenzählt, also auch die Kinder und die Einsteiger. Ja. Sehr interessant. Kann man euch besuchen? Ja, wir haben auch eine Webseite, Tamera, also wenn man www.tamera.org eingibt, und da steht auch drin, was wir für Seminare haben und Besuchszeiten. Was mich interessieren würde, wie habt ihr überhaupt angefangen und die notwendigen Investitionen Aha. gefunden, um überhaupt mal eine Infrastruktur aufzubauen, weil dazu ist ja Geld notwendig. Wir haben regelrecht mit nichts angefangen. Also, ich war damals nicht dabei, aber das Projekt wurde gegründet von Sabine Lichtenfels und Dieter Duhm und Charlie Rainer Ehrenpreis, drei Leuten aus der deutschen Linken. Und als sie Tamera, als sie hier in Portugal den Platz gekauft haben, haben sie eine Genossenschaft gegründet und haben in Deutschland vor allem Leute gesucht, die Geld leihen oder schenken. Aha. Oder die sagen, sie machen Einlagen, Genossenschaftseinlagen, um später vielleicht hier hinzuziehen. Und so kam das Geld zusammen. Es kam eine größere Summe von einer Stiftung dazu, und dann der Rest über einen Bankkredit.
Und später konnten wir den Bankkredit ablösen, auch durch eine Spende. Und Gibt es einen Unterschied zwischen den Mitgliedern, die finanziell sich beteiligt haben und die nichts gebracht haben? nö, wir haben keine Verpflichtungen, keine finanziellen Verpflichtungen hier. Also wir haben keine Einstiegsklausel, die finanziell geregelt wäre. Man muss nicht mit Geld einsteigen. Aber also wir haben eine Einstiegsklausel, wenn man Mitglied wird. Also Mitglied heißt es sowieso nicht, man wird Mitarbeiter bei uns oder Mitarbeiterin. Und das heißt, man wird zuerst meistens Gast, dann wird man Einsteiger, Einsteigerin und dann wird man Mitarbeiter, Mitarbeiterin in Training und dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Das kann 2, 3 Jahre dauern. Und wenn man soweit ist, bezahlt man auch keine Miete mehr und ist versorgt. Also man kriegt ein kleines Taschengeld und ist dann Teil der Gemeinschaft. Als Einsteiger ist man auch schon mit Teil der Gemeinschaft, muss aber noch Miete zahlen. Aha, ist das dann, habt ihr euch auch mal das Kibbutz-Modell angeguckt oder wie? Ja, wir haben, ich meine, die Gründer der Gemeinschaft, die waren in der ganzen Welt unterwegs, haben sich Gemeinschaften angeschaut und haben gleichzeitig das eigene Modell. Das gibt es ja schon. Also Tamera wurde 95 gegründet, aber das ganze Projekt war ja vorher in Deutschland, gibt es schon seit 1978 und wurde immer weiterentwickelt, immer wieder neu entworfen. Also so wurden immer auch Elemente vom Kibbutz mit reingenommen. Also es gibt sehr schöne. In der ursprünglichen Kibbutz-Bewegung gibt es sehr schöne sozialistische Ansätze auch, aber die Kibbutzim sind meiner Ansicht nach verkommen zu reinen Geschäft. Geschäften, ja. Also es hat nicht mehr den Spirit, den es früher mal hatte. Ich habe viele Kibbutzim besucht und es gibt auch noch einige, die sehr, sehr schön sind, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Aber die meisten, die ich besucht habe, sind wie Fabriken oder also da möchten die jungen Leute auch nicht bleiben. Wir haben Ja, sehr ich viele habe junge Leute, von ja. Teilnehmern gehört, dass sie regelrecht wie Sklaven gehalten werden. Na, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, also dass sie arbeiten dürfen wie verrückt, oder? Ja. Und mit lächerlichen Essen und irgendeine primitive Unterkunft abgespeist werden. Ja, ich meine, das ist bei uns, wir arbeiten vielleicht nicht für verrückt, aber als Gast und als Einsteiger darf man auch mitarbeiten, einige Stunden am Tag. Ja, und die Unterkunft ist auch nicht luxuriös, aber das ist von niemandem hier. Wir hat niemand hier eine luxuriöse Unterkunft und wir teilen eigentlich alle und relativ einfaches Leben, ja. Das ist natürlich aus der Geschichte der Kibbutzim so entstanden. Das war eine Pioniergesellschaft, wo die Leute alle in der freiwilligen Armut lebten. Das kann man natürlich nicht ewige Jahrzehnte weitermachen. Aber vor allem haben die Kibbuzim ja auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung dort sich ausgebreitet und haben das immer weniger wahrgenommen, haben immer weniger wahrnehmen wollen, dass ihr Land ja schon jemandem gehört hat. Ja. Das ist natürlich auf so einer Basis kann natürlich keine neue Kultur entstehen auf die Dauer. Ja. Ja, es klingt sehr interessant. Ja, und dein Projekt würde ich auch mal gerne mehr darüber hören, über Ja, dieses gut, Land. das ist erstens mal im Anfangsstadium, zweitens ist es eher klein und mal als Weiher gedacht, um mal anzufangen. Praktisch, dass man mal eine Basis hat, von der man dann die nächsten größeren Sachen machen kann. Ja. Schön, ja. Was halt toll ist, so ähnlich wie in Portugal, das Klima ist sehr angenehm. Ja. Also es ist ein subtropisches Klima. Ah, interessant. Das scheint ja wirklich ein Paradies, ein Stück Paradies zu Aber sein. unmittelbar in der Nähe ist der Kaukasus, der bis auf 5000 Meter geht, oder? Was dann wieder
Also es gibt innerhalb kürzester Zeit unglaubliches Landschaftswechsel. Also von einem subtropischen Landschaft zu einem alpinen. Ja. Und du Also fliegst da immer hin oder du fährst da immer hin und ja, ich habe mir auch als Auswahlkriterium einen Ort ausgesucht, wo ich mit dem Auto, mit dem Motorrad oder zu Fuß hinkommen würde. Es nutzt ja nichts, einen Ort sich auszusuchen, wo man nur mit dem Schiff oder Flugzeug hinkommt. Ja. Nicht? Und das heißt, es muss erreichbar sein in dem Sinn, oder? Und Und hast du eine trotzdem, Gemeinschaft dort oder bist du alleine? naja, wir sind Oder Familie? wir sind ein kleines Team, das das jetzt aufbaut, bestehend aus halb Leuten aus der Schweiz und halb lokalen Leuten, ja. Aha. Aber es ist ja so, in Abkhazien lebt man ja schon in dem Sinn autark. Das heißt, jeder hat ja ein großes Stück Land, von dem er seine Lebensmittel sich macht, oder? Das geht ja mehr darum, wenn man so will, für uns was zu finden. Also für uns im Westen, meine ich jetzt. Oder was Ja, aufzubauen. auf jeden Fall. Die Leute dort brauchen das nicht. Aber Ja. wir, ich habe ja gemerkt, ich wollte ja sowas in der Schweiz machen, aber ich bin so sofort mit dem Staat konfrontiert worden, der einem sagt, du brauchst für alles eine Erlaubnis. Ja. Der eigentlich immer nur am Verbieten ist und nicht am Ermöglichen. Und deswegen habe ich entschieden, immer irgendwo hinzugehen, wo es das alles nicht gibt, ja. Aber diese Freiheit hat auch seine Nachteile. Der Nachteil ist, dass man völlig die Selbstverantwortung übernehmen muss. Also man kann in dem Sinn nicht auf einen Staat zurückgreifen, der einen praktisch wie ein Kind versorgt, oder? Und das ist ja das Interessante, wie die von einem Sozialismus oder Kommunismus dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in das andere Extrem gefallen sind, oder? Ja. Und wenn ich mit älteren Leuten spreche, die wünschen sich alle die Sowjetunion zurück. Alle. Ich habe eine Denn zu. Entschuldigung. das, Ja. was sie halt toll finden, war diese ganze, sagen wir mal, dass die Lebensgrundlagen, die wurden ja garantiert, oder? Ja. Ich habe gerade eine Zuhörerfrage bekommen. Welche Qualifikation sollte man mitbringen, wenn man ja aus dem System aussteigen möchte und in Tamera einen Neuanfang sucht? Aus meiner Sicht wäre es wichtig, Fähigkeiten zu besitzen, die der Gemeinschaft nützen. Ja, Und die das wäre gut. hat aber der moderne Mensch nicht. Die können ja nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen. Ich meine, was nutzt einem, der willig ist, was zu machen, aber du kannst ihn für nichts brauchen, ja? Also die Hörerfrage aus meiner Sicht stimmt, weil wenn man Fähigkeiten hat, die man in Tamera brauchen kann, ist man natürlich besonders willkommen. Was wir immer brauchen, sind Computerexperten, Handwerker und Gesundheits. Also ich meine, wir haben eine Ärztin, aber so, das wäre auch noch gut. Aber eigentlich vor allem muss man mitbringen, gemeinschaftsfähig zu sein. Man muss sich was sagen lassen können. Man muss sich im Spiegel der Gemeinschaft, man muss es wagen, sich in den Spiegel der Gemeinschaft zu stellen und nicht zu so sehr zu erschrecken, was man da sieht. Ja, das haben manchmal jüngere Leute leichter als ältere, aber gibt es gar keine Bedingungen. Ja, Also man diese, muss flexibel sein. Flexibilität ist auf jeden ja, Fall ein bisschen ja. Pioniergeist muss man haben und die Fähigkeit mit also auch einfach zu leben, nicht zu sehr auf Luxus zu beharren.
und ja, bereit zu sein, mit dem Strom der Ereignisse zu gehen, der man manchmal anders ist, als man vielleicht erwartet hat. Ja. Ich Na, ich man sollte meine, nicht, ja. am besten wäre natürlich jemand, der Allround ist, oder? Den man für viele Aufgaben einsetzen kann, ja. Also Schreiner zum Beispiel können wir sehr gut brauchen. Ja, sicher. Ja, überhaupt jeder, Programmierer. der ein Handwerk kann, ein Mechaniker, Elektriker, aus dem Bauwesen, das sind alles wichtige Sachen aus der Landwirtschaft, der mit Pflanzen und Tieren umgehen kann. Das sind alles so wichtige Kriterien, ja. Man Aber kann. man kann auch hierher kommen und lernen. Also wir haben jeden Bereich, versuchen wir als seinen Ausbildungsbereich aufzubauen. Jeder, der was kann, also wir haben, also ich gehöre schon zu der älteren Generation in Tamera und wir versuchen, dass die Leitung meistens relativ schnell an Jüngere weitergeht, dass aber die Älteren noch dahinter stehen und unterstützen und dass die Jüngeren ausbilden und ins kalte Wasser werfen, aber auch dabei bleiben, um sie zu unterstützen, wenn was schief geht, ja. Ja, Es ich. kommt ja auch darauf an, in welcher Phase man ist, ob man in einer Anfangsaufbauphase ist oder existiert alles schon und kommt man dann dazu. Nicht? Also das sind immer Unterschiede, wen man wann braucht, oder? Also Tamera ist nicht fertig. Wir haben noch viel zu bauen. Wir haben noch viel anzusehen. Also wir wollen noch weitere Seen anlegen und also wir sind noch längst nicht fertig. Wir brauchen in jedem Bereich können wir Leute brauchen. Aber eben das Erste ist Interesse an der Gemeinschaft. Das ist das Ja. Erst Wichtigste. Ja, genau, sich in dem Sinn in einer Gemeinschaft einzufügen, aber trotzdem seine Individualität zu behalten. Es ist halt dieser Kompromiss, oder? Man kann sich nur in der Gemeinschaft einfügen, wenn man seine Individualität behält. Wenn man seine Individualität aufgibt und zum Mitläufer wird, ist man auch kein gutes Gemeinschaftsmitglied. Also da ist man einfach ein Mitläufer, ja. Eine Gemeinschaft besteht nicht aus Mitläufern, sondern aus hochentwickelten Individuen. So ist zumindest meine Auffassung. Ja. Die aber miteinander reden können. Wie, was Gerne. ist denn eure Sprache eigentlich? Ist es Deutsch, Englisch, Portugiesisch oder was ist das? Meistens reden wir Deutsch oder Englisch. Mhm. Portugiesen sind hier richtig in der Minderheit. Wir versuchen alle Portugiesisch zu lernen, aber irgendwie läuft dann doch immer wieder auf Englisch raus als Einheitssprache, ja. Ja. Ich würde gerne, auch wenn noch eine weitere Frage ist, konkret und auf wie viel Ersparnis man mitbringen muss, ich würde da gerne, wenn jemand konkret Interesse hat, an Tamera, würde ich gerne auf eure Webseite verweisen, dass man euch da vielleicht kontaktiert, wenn jemand Interesse hat, euch zu besuchen oder nach Tamera vielleicht ganz nach Tamera zu ziehen. Ich würde aber gerne auf das zweite Thema der Sendung kommen, was wir angekündigt haben. Ein ganz anderes Netzwerk, nämlich eins der Finanzelite, ist das Bilderberg-Netzwerk. Die Eigenerstellung von denen ist unter bilderbergmeetings.org. Da kommen einmal jährlich Leute zusammen, ja, von Vertretern von großen Banken, von Medien und auch anderen, und auch von Konzernen der Realwirtschaft. Und haben dort Gäste aus der Politik zum Beispiel. Freeman, du hast dieses Jahr herausgefunden, dass sie sich in Dänemark treffen. Das Bilderberg-Netzwerk. Richtig, ja. Also ich beobachte ja die Bilderberger schon seit über 10 Jahren oder mehr und bin auch zu zahlreichen ihrer geheimen Treffen gegangen als Beobachter. Und es ist natürlich immer, sagen wir mal, eine Art Katz-und-Maus-Spiel, jedes Jahr herauszufinden, wo sie sich treffen. Und obwohl sie merkbar seit letztem Jahr mehr
in die Öffentlichkeit, wenn man so will, gegangen sind im Vergleich zu früher. Früher gab es ja gar nichts an Veröffentlichungen seitens dieser Gruppe. Und aber seit 2 Jahren, ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir sie mehr beobachten und mir mehr über sie berichten. Und deswegen machen sie eine Gegenstrategie und tun selber mehr über sich erzählen. Ja. Und dieses Jahr ist ja das 60-jährige Jubiläum. Am 29. Mai haben sie sich ja 1954 haben sie sich ja das erste Mal im Bilderberg Hotel in Holland getroffen und daher kommt ja auch der Name Bilderberg. Und das heißt, es ist ein Jubiläumstreffen, das in Kopenhagen stattfindet. Und deswegen wird es interessant sein. Es gibt auch Gerüchte, dass im Bilderberg Hotel selber, wo sie sich damals das erste Mal getroffen haben, auch was stattfindet. Das könnte auch sein. Ja. Und was wir ja meinen, schon, also die Bilderberg beobachten, weil es ja ein Treffen der Elite ist aus allen möglichen Bereichen. Also aus der Politik, aus Weltorganisationen, aus Geheimdiensten, aus den Medien, aus Konzernen. Also es ist praktisch eine Mischung von allen möglichen Gruppen, die sich da treffen, ist, dass das eine Art, ich will nicht sagen Weltregierung ist, aber auf jeden Fall ist es eine Gruppe, die wichtige Entscheidungen trifft, die völlig neben dem demokratischen Prozess ablaufen. Ich habe Und den Eindruck, dass es eher eine Vernetzung ist, wo Leute verschiedener, besonders mächtiger Banken und auch von bestimmten Thinktanks zusammenkommen und sich koordinieren. ja, was es ja gibt, ist eine sogenannten, es gibt einen sogenannten inneren Kreis, also ein Steuerungskomitee, das unserer Meinung nach erstens mal die Themen bestimmt, die besprochen werden und auch dann gewisse, wie soll ich sagen, Instruktionen ausgibt, die dann der Rest der Gruppe ausführen, wenn sie wieder zurückkommen. Weil man merkt ja eindeutig, dass nach diesen Treffen passieren ja Sachen, ja. Was wir auch gemerkt haben, durch die Beobachtung, dass immer in dem Land, wo sie sich treffen, das hat eine symbolische Bedeutung. Also da passiert dann was, ja, in diesem Land. Ich meine, wir haben es ja 2009 gesehen, da haben sie sich in Griechenland getroffen. Wir sehen, was mit Griechenland passiert ist. Dann haben sie sich 10 Spanien. in Spanien getroffen. Wir wissen, was mit Spanien passiert ist. Spanien zum Beispiel, dass man das Geld für Langzeitarbeitslose gestrichen hat Ende des Jahres, sondern vorübergehend Ausnahmezustand hatte. Das waren, glaube ich, so die heftigsten Dinge. Und dann ist der Hunger hochgegangen bei Spanien, im Land mit so viel Arbeitslosen. Jetzt der Davignon, der ja lange Jahre auch Vorsitzender war, hat ja damit geprahlt, dass die Bilderberger ja die EU und auch den Euro in dem Sinn entschieden haben und dass die Politiker diesen Befehl, wenn man so will, dann über die Jahrzehnte dann umgesetzt haben. Nicht, also sie haben 1954 die EU und den Euro beschlossen und über die folgenden Jahrzehnten wurde das Schritt für Schritt umgesetzt. Damit hat er geprahlt. Ja, also das zeigt, dass sie wichtige Entscheidungen treffen und Politik machen, die aber völlig am normalen sogenannten demokratischen Prozess vorbeigehen, wo man überhaupt nicht mitreden kann und keinerlei Kontrolle unterliegt. Das Gleiche ist, dass man daraus schließen kann, anhand wer teilnimmt und wer dann eine Karriere macht, dass sie eine Art Königsmacher sind. Das heißt also, es kommen dort Leute neu hin, Politiker, die anschließend unmittelbar kurz danach
in ganz hohe Stellungen kommen. Ich meine, ein typisches Beispiel ist ja der Bill Clinton. Der Bill Clinton 92. war völlig unbekannt als Gouverneur des Staates Arkansas und hat in Deutschland beim Bilderberg-Treffen teilgenommen und 2 Jahre später war er Präsident. Und so gibt es viele Beispiele. Auch der Obama wurde von den Bilderbergern gewählt. Ich habe Oder ihn nur nicht bei der Liste gesehen. er wurde Entschuldigung. vorgezogen gegenüber Hillary Clinton. Ich habe Obama nicht auf der Gästeliste Er, gesehen, der natürlich ist er offiziellen. nicht auf der Liste. Die Liste ist ja nur die Leute, die man wissen will, dass sie teilgenommen haben. Es nehmen ja auch einige Leute teil, die anonym sind und nicht auf der Liste stehen. Ja. Unsere deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel war, soweit ich mich entsinne, 2005 war sie auf der Gästeliste und 2005 wurde sie Kanzlerin und sie hat sich in der Finanzkrise jetzt, zumindest eine Zeit lang, noch in 2011, das habe ich kann ich in einem Taz-Artikel unter anderem belegen, das war Herr Ackermann, ein ganz wichtiger Berater von ihr. Ackermann war ja mal Vorstandschef der Deutschen Bank, ist heute bei einer Versicherung, aber ich glaube, dass das weniger relevant ist, als dass er in diesem, ich glaube, Vorbereitungskomitee von Bilderberg ist. Ja, es gibt ja, wie gesagt, unterschiedliche Aufgaben der Bilderberger. Das heißt also, da gibt es eine gewisse Aufgabenverteilung. Und was man auch wissen muss, ist ja, einmal Bilderberger ist man ja immer Bilderberger. Das heißt also, es sind ja nicht nur die 120 oder die da teilnehmen jedes Jahr, sondern es ist ja ein Riesennetzwerk an Altbilderbergern, wenn man so will, die in die Tausende gehen, mittlerweile, die ja auch das Ganze bilden und informiert werden, was bei den Bilderberg-Treffen beschlossen werden und dann in ihre Handlungen einfließen. Ja, also das sind ja nicht diese 120 Leute, sondern das sind Tausende, Von den Banken ja. scheint mir ja relativ zentral zu sein die Deutsche Bank, also symbolisiert, vertreten durch Herrn Ackermann, auch wenn er da heute nicht mehr ist, scheint mir zumindest über Jahre hinweg immer einflussreich gewesen sein. Früher mal durch Herrn Herrhausen, Alfred Herrhausen war ja auch mal wichtiger. Ich glaube, Vorbereitungskomitee oder Steuerungskomitee von Bilderberg. Dann die JP Morgan Chase Bank, David Rockefeller erscheint in der Liste von den Leuten von Bilderberg, der von dem Chase-Zweig, von JP Morgan Chase Bank ist, und Goldman Sachs. Mario Monti hat einen Beraterposten bei Goldman Sachs laut deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die drei Banken scheinen mir ein besonderes Gewicht zu haben, weil das so die einzigen drei großen Banken sind, die mir jetzt auffallen, die über viele Jahre hinweg immer dabei sind. Ja, es sind nicht nur die großen Banken, es sind auch die großen anderen Konzerne wie Nestle, wie die AXA-Versicherung, wie die ganzen Ölkonzerne sind dabei, Shell, BP und so weiter. Es sind die ganz großen Medienhäuser dabei. Es sind all die großen dabei mit ihren Vertretern, ja. Und es sind auch Organisationen dabei, ob das die NATO ist. Oder auch Chefs von Geheimdiensten, zum Beispiel der CIA oder so, die sind auch dabei. Und so, also es ist wirklich das Who is Who, wenn man so will, von den ganzen Weltorganisationen und Weltkonzernen. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, warum könnte man Dänemark ausgewählt haben? Ja, wie ich vorher sagte, der Ort, wo etwas ausgesucht wird, hat immer, also daraus muss man das schließen, eine Bedeutung. Das heißt, irgendwas haben die mit Dänemark vor. Aber Dänemark ist ja, wenn man so will, eh ein Musterknabe der New World Order. Also sie sind in dem Sinn ganz weit vorne in diesem ganzen Orwellschen Programm, ja. Wir dürfen nicht vergessen, woher kamen zum Beispiel die antimuslimischen Karikaturen? Die kamen aus Dänemark.
dieser Islamhetze kommt aus Dänemark. Ja. Viele gesellschaftliche das sogenannte Re-Engineering, das haben die perfekt schon umgesetzt, zusammen mit anderen skandinavischen Ländern. Ja. Was sie allerdings gar nicht haben, ist die, was ich auch unter NWO fassen würde, ist, dass sie haben ein starkes Sozialsystem. Das passt überhaupt nicht dazu. Ja, das stimmt. Und sie sind auch nicht. Oh, ja. Aber es kann ja sein, dass genau das ist, dass sie zerstören wollen. Weil eins müssen wir wissen. Letztes Jahr haben sie sich in Watford in der Nähe von London getroffen. Und was sehen wir? Das vorbildliche NHS-System, also das kostenlose Gesundheitssystem in Großbritannien, ist unter massiven Angriff ausgesetzt. Das wollen sie abschaffen. Ja. Wo Margaret Thatcher nie was dran gemacht hat, obwohl sie genau. Von dem bei neoliberalen Theoretiker Friedrich August von Hayek persönlich beraten wurde. Ja, das ja. Gesundheitssystem hat sie. Ja, das war ja eine heilige Kuh, nur ist es jetzt, wird es wirklich massiv angegriffen und man will das mehr oder weniger auch privatisieren und so weiter, also wie sie es ja überall anders auch machen. Und das kann auch sein, dass sie das in Dänemark vorhaben, dass sie also Dänemark in die EU, in den Euro zwingen wollen und auch den sozialen Abbau machen. Ja. Eine Sache ist ja ganz auffällig, dass ja Dänemark bei allen NATO-Interventionen, wenn man das so nennen kann, weil es sind ja eigentlich Angriffskriege, ist die dänische Luftwaffe immer an erster Stelle dabei. Das hat mich nämlich gewundert, wo die NATO Libyen angegriffen hat, waren ganz vorne die Kampfflugzeuge von Dänemark dabei. Jetzt auch die Vorverlegung der Flugzeuge an die russische Grenze sind auch die Dänen dabei. Ja. Also da sieht man, wie sie voll in das NATO, in die NATO-Aggression da mitspielen überall. Das denke ich mir auch, dass Dänemark hier ein Symbol für die NATO sein könnte, dass sie das Bilderberg-Netzwerk besprechen könnte, welche Weise sie Einfluss auf die NATO nehmen wollen. Denn der gegenwärtige Generalsekretär Rasmussen von der NATO kommt ja aus Dänemark. Ja, genau, das ist ja auch ein Däne, ne? Also genau, und ich meine, wenn man zuhört, was der alles rauslässt gegenüber Russland, das ist ja wirklich abartig und aggressiv und ist überhaupt nicht zu verstehen, ja, was der alles macht, ja. Ich gebe zu, dass ich da Wissenslücken habe, wie er sich geäußert hat. Ich habe eher Deeskalierendes gehört, in dem Sinne, dass die Ukraine nicht in der NATO ist. Das fand ich eher deeskalierend. Jetzt höre ich vor kurzem, man will der Ukraine eine Beitrittsperspektive zur NATO geben. Ja, aber gut, dass die Ukraine nicht in der NATO ist, ist ja ein Fakt. Also das ist ja, er tut ja nur eine Tatsache aussprechen, ja. Nicht? Aber gleichzeitig werden jetzt im Juli riesige NATO-Manöver in der Ukraine abgehalten, wo fast aus allen Ländern, inklusive Deutschland, Soldaten in der Ukraine hingeschickt werden und dort rumschießen werden. In der Ukraine? Ja. Ja. Das ist etwas, das ist ja noch eine andere Entwicklung, als wenn die NATO in Nähe der russischen Grenze in Polen oder im Baltikum Manöver macht. Ja, ich meine, das ist ja wohl ein Unterschied, ob Russland auf seinem eigenen Territorium Manöver macht oder ob die NATO in ein Nicht-NATO-Land einen Manöver abnimmt. Das sind ja Weltenunterschied. Also das ist eine absolute Provokation, dass die NATO ein ganz großes Manöver in der Ukraine im Juli stattfinden lassen wird. Ja.
Ich meine, dauernd zeigen sie mit dem Finger auf Russland und sagen, sie sollen sich zurückziehen, aber die NATO selber geht nur vorwärts und tut eine Provokation nach der anderen machen. Ja? Ja. Ich meine, die ganzen, diese sogenannten OSZE-Beobachter, die gar keine waren, ja, sondern sie waren ja NATO-Spione. Ja, es waren ja NATO-Spione, die erwischt wurden, wie sie die ganzen Stellungen der Volksmiliz in der Ostukraine ausspioniert haben. Ich meine, das ist doch, das zeigt doch, wer hier provoziert und wer dauernd in einem fremden Land ist. Ja. Mhm. Nicht? Und wir wissen auch, dass die ukrainischen Soldaten mit sehr viel deutscher Ausrüstung ausgestattet werden. Man hat zum Beispiel deutsche Uniformen gefunden, wo ja noch die Flagge drauf war. Ja, also da hat man zuerst gedacht, ach, das sind Deutsche. Nein, nein, das waren Ukrainer, die von Deutschland Uniformen gekriegt haben. Ja, also die werden ja ausgerüstet, nicht? Und so. Aber das ist die typische Vorgehensweise. Man zeigt immer mit dem Finger auf Russland und dabei machen die ja überhaupt nichts, oder? Der Putin hat ja sogar die ganzen Truppen zurückgezogen auf seinem eigenen Territorium. Zurückgezogen, aber und im Gegenzug wird mit NATO-Truppen voll nach vorwärts marschiert. Ja, von oben, von dem Baltikum über Polen rundherum bis runter nach Georgien. Ja, überall. Und im Schwarzen Meer fahren sie mit den Kriegsschiffen auf. Ja, wer provoziert denn hier eigentlich? Die Frage, doch nur der Westen. Ich würde mir jetzt auch die Frage stellen, was wird da jetzt passieren bei der Bilderberg-Konferenz? Ich denke, sie werden darüber sprechen, ob sie für oder gegen den Weltfrieden sind, ja. Wie sie sich dazu verhalten. Also, gucken wir uns mal an, was sie letztes Jahr besprochen haben. Nicht? Also sie haben zum Beispiel die Frage gestellt, kann man in Amerika und Europa das Wachstum steigern und Arbeitsplätze schaffen? Ja, das haben sie besprochen. Dann als zweites haben sie die sogenannten sozialen Ansprüche und die Schulden besprochen. Das heißt also für mich, sie wollen, und das tun sie auch, die ganzen Sozialleistungen abbauen. Ich meine, überall, wo der IWF reinfährt, werden ja die Sozialsachen abgebaut. Ich vermute, dass es da letztes Jahr ging um die ganzen Mechanismen da im Namen des Euro, um wenn schnell gehen soll mit dem Staateninsolvenzverfahren, was sozusagen der Turbo für die Privatisierung sein soll, wo die privaten Gläubiger Auflagen machen sollen. Ich glaube, ich vermute, dass es darum gegangen ist und ja, und der dritte Punkt, den Sie besprochen haben, ist die ganze Datengeschichte. Ja. Also ob das jetzt einerseits, dass alles auf dem Internet läuft, andererseits die Internetüberwachung, oder? Die haben ja eine Zensurverordnung, wo wir schon seit, ich glaube, Februar oder März, Ende Januar war das schon, 2012 gegen angehen, einen Entwurf einer Zensurverordnung. Das Europaparlament hat es im März jetzt beschlossen, aber muss ja auch noch der Ministerrat machen, damit das in Kraft tritt, wo sie praktisch die Internetmedien mit Riesenbußgeldern platt machen wollen. Wenn die Internetmedien über konkrete Personen berichten und das nicht vorher die Zensurbehörde genehmigt hat mit inklusive Folgenanalyse, das finde ich schon heftig. Wenn das Ding durchkommt, steigt enorm die Kriegsgefahr, weil es die Berichterstattung mit Riesenbußgeldern verfolgen würde. Naja. Und das hat 2011 hatten sie einen Tagesordnungspunkt bei Bilderberg zum Internet. EU-Zensurkommissarin oder Internetkommissarin Kröß war da und sie hat den Zensurverordnungsentwurf im Namen des Datenschutzes zusammen mit zu Guttenberg vorgestellt, den man ja vom European Council on Foreign Relations kennt. Ja. Ich meine, das ist ja immer die Täuschung, oder? Die Täuschung, dass man etwas
Gutes will, also den sogenannten Datenschutz, dabei will man ja Zensur. Und genauso ist es jetzt, was wir vorher mit Portugal und den anderen EU-Ländern besprochen. Sie tun Konsumentenschutz nach vorne als etwas Gutes zeigen. Dabei geht es um die Zerstörung der Kleinbetriebe und Mittelbetriebe, sodass wir nur noch von Großkonzernen die Lebensmittel uns holen können, ja? Was haben 2000. Sie noch besprochen? Sie haben den Nationalismus und Populismus besprochen letztes Jahr. Und das ist natürlich ein Thema, denn wie wir sehen, ist ja nicht nur die Krim durch ein Referendum von der Ukraine weg und hat sich Russland angeschlossen, sondern auch Schottland wird dieses Jahr über eine Sezession von Großbritannien abstimmen, ja, und als eigener Staat. Wir haben sonstige Sezessionsbewegungen. Und so weiter in Italien und in Spanien und in Frankreich und ich weiß nicht wo überall. Also das ist schon ein Thema, ja. Ich glaube, dass das Thema Nationalismus auch etwas ist, um Kritik an der EU wegzulenken in die rechte Ecke. Ich sehe mit Sorge, wie sich die Partei UKIP zum Beispiel entwickelt hat, dass sie jetzt Propaganda macht, die Rumänen und Bulgaren diskriminiert, anstatt den Finger in die Wunde zu legen, was die EU den Menschen antut, wofür sie eigentlich mal gegründet worden ist. Ja, gut, ich meine, das ist sowieso ein Thema, oder? Das ist ja eigentlich. Wie toll ist eigentlich die EU, wenn 20 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dadurch, dass die ganzen Ostländer in den goldenen Westen gekommen sind, oder? Ich meine, darum ging es doch dauernd. Die Leute müssen flüchten aus dem Kommunismus, damit sie in die Freiheit und in den wunderschönen Kapitalismus kommen. Jetzt haben doch diese ganzen Ostländer, ehemalige kommunistische Länder, schon seit über 20 Jahren die Freiheit und den Kapitalismus. Und was passiert? Es flüchten noch nie so viele Leute wie jetzt. Noch nie so viele Leute. Und das zeigt mir, wie kaputt diese ganze EU-Politik ist. Weil man müsste ja meinen, nach 20 Jahren hätte man das Ganze so gemacht, dass sie in ihrem Land bleiben und dort ihr Glück finden und in ihrer Heimat und aber doch nicht millionenweise flüchten müssen. Millionenweise. Aus Rumänien allein sind ja 3 Millionen in den Westen geflüchtet jetzt. Ja. Das ist doch kein Zustand, wegen der Freizügigkeit, die Leute überall reinzulassen und nicht über das Problem zu reden, warum sie überhaupt flüchten. Die flüchten von den Sparmaßnahmen in Rumänien, seit sie das Aber seit da sieht man ja, 2010 haben. natürlich. Aber das ist klar, oder? Aber dann sieht man doch auch hier wieder, wie kaputt diese Politik ist und genau das Gegenteil bewirkt, was sie eigentlich uns erzählen als Märchen. Ja. So, noch ein Thema, was letztes Jahr besprochen wurde, ist Afrika. Und das ist natürlich ganz aktuell, weil wir sehen ja, was mit Afrika passiert. Vom Norden bis zum Süden, von Osten bis zum Westen. Was da stattfindet, ist ein absoluter Ressourcenklau. Ja, also im Prinzip ist es ein Proxykrieg zwischen China und Amerika. Ja. Also ein Stellvertreterkrieg. Denn die Chinesen wollen sich die Rohstoffe sichern, aber die Amerikaner wollen sie ihnen wegnehmen. Die wollen sie verhindern. Und deswegen Und diese ganzen Stellvertreterkriege, die da stattfinden. Und Entschuldigung. ja. Gleichzeitig eine zunehmend selbstbewusste Afrikanische Union, obwohl man Gaddafi gestürzt hat, lassen die sich nicht mehr so auseinander dividieren, wie das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall fällt ein afrikanisches Land nach dem anderen ins Chaos. Ich meine, der neueste Fall ist ja Kenia. Die ganzen, die westlichen, also die sogenannten europäischen Bewohner dort werden ja aufgefordert, das Land zu verlassen. Ja.
und so weiter. Ein Land, das eigentlich gut funktioniert hat, wird systematisch kaputt gemacht. Und das haben sie mit Libyen gemacht und mit Tunesien und mit Ägypten und die ganzen anderen Länder. Eins nach dem anderen wird kaputt gemacht. Ja. Was haben wir noch? Ja, Cyberkrieg. Also der ist natürlich ganz aktuell, weil der Justizminister von Amerika hat ja vor 2 Tagen China massiv beschuldigt, es würde in Amerika spionieren, also über Cyberkrieg das machen. Das ist natürlich schon eine krasse Beschuldigung. Und China hat auch gesagt, ja, also nach dem Motto, hallo, wer spricht hier von Spionage? Ihr macht es ja am meisten, ja. Das ist gar kein Vergleich mit der NSA. Natürlich, Kein ja. Land hat so viele Geheimdienste wie die USA. Außerdem, China tut ja, wenn sie Spionage betreiben, eher Industriespionage machen, ja. Also es geht ihnen darum, für ihre Wirtschaft Sachen zu wissen. Aber Amerika macht eine ganzheitliche Spionage. Also sie spioniert überhaupt alles. In Ja. Deutschland gab es zum Beispiel Verfassungsgerichtsurteil zum Thema Vorratsdatenspeicher. Unter welchen Voraussetzungen darf in Deutschland gespeichert werden, wer wann mit wem telefoniert hat? Aber das sind noch lange keine Gesprächsinhalte, die man einfach so aufnehmen darf. Ist die Ja andere gut, Frage, ob man es tut. aber wie jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, ist natürlich die Sammlung der sogenannten Metadaten, das ist ja eigentlich das Wichtigste und nicht unbedingt der Inhalt, ja, sondern diese wer mit wem kommuniziert, das ist das Wichtigste überhaupt, ja, um überhaupt dann später dann in die Details zu gehen und die einzelnen Gespräche dann auch abzuhören oder Kommunikation. Zuerst muss man das Netz sehen, wer mit was kommuniziert, und dann geht man in die Details, oder? Ich fand das von wegen dieser Zensurverordnung auch bezeichnend. EU-Justizkommissarin Viviane Reding war 2013 das erste Mal bei Bilderberg und danach hat sie dann in einem Magazin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ist jetzt der deutsche Ableger von Council on Foreign Relations, hat sie geworben für das Thema EU-Datenschutzverordnung, Zensurverordnung und hat bei der Gelegenheit versucht, die Stimmung aufzunehmen, die entstanden ist durch die Enthüllung von Edward Snowden. Aber es ging ihr nicht darum, die Geheimdienste an die kurze Leine zu legen, sondern diese Verordnung durchzusetzen. Die war vorher das erste Mal bei Bilderberg. Wieder ein Indiz dafür, dass diese EU-Zensurverordnung, dass da Bilderberg ein Interesse dran hat und dass Bilderberg den alternativen Medien ein Dorn im Auge zu sein scheint. Ja, natürlich, denn nur über das Internet haben wir überhaupt sie geoutet, ja. Ich meine, ich weiß ja noch, 2004 in Stresa, da waren wir vielleicht 5 Leute, standen wir vorm Hotel und haben zugeguckt, wer da alles rein und raus ging. Und damals hatten sie auch gar keine großen Schutzmaßnahmen gemacht. Man konnte ihnen ja praktisch auf den Teller spucken, weil man ihnen beim Essen auf der Terrasse zuschauen konnte. Ja, aber das wurde ja dann durch die Veröffentlichung über das Internet und all das haben sie immer mehr Sicherheitsmaßnahmen. Und die schlimmsten waren ja letztes Jahr in England. Also da waren wir so weit weggehalten, dass man sie ja nicht mal gesehen hat. Nicht mal mit dem Fernglas hat man sie gesehen. So weit weg waren wir. Ja. Und so. Das ist natürlich absolut störend für sie, dass wir sie durch die Mittel des Internets in dem Sinn an die Öffentlichkeit gezerrt haben. Ja, die waren ja 50 Jahre lang, konnten sie sich völlig im Geheim treffen und keine Zeitung, kein Medium hat ja über sie berichtet. Niemand hat über sie berichtet. Die konnten völlig inkognito sich treffen. Ja. So, was haben wir noch? Dann
Ja, die Politik der Europäischen Union war ein Thema letztes Jahr. Gut, das ist klar. Das ist ja ein Dauerthema. Dann die Entwicklung im Mittleren Osten. Damit meinen Sie Ja, wahrscheinlich Iran und Syrien. genau. Sie Das ist hatten ja auch noch. Gäste zu Syrien mehrmals, zum Beispiel 2012. Genau, das sind natürlich immer noch Themen, obwohl sich ja da scheinbar eine Art möglicherweise Politikänderung gegenüber dem Iran stattfindet. Das heißt also, wenn man sich mit Russland anlegt, dann muss man den Konflikt mit dem Iran irgendwie beenden. Denn es ist ja ganz klar, wie wir ja wissen, ist Europa von den Energielieferungen Russlands abhängig. Wenn man also Russland bestrafen will, dann muss man ja sich selber den Gashahn zudrehen, wenn man so will. Die Russen werden sicher nie das Gas beenden, aber die Europäer sind ja blöd genug, sich selber das Gas abzudrehen, um Russland zu bestrafen. Und dann muss man natürlich alternative Energielieferanten finden. Und der Einzige, der wirklich die Kapazität hat, ist ja der Iran. Und deswegen kann es sein, dass es da eine Politikänderung gibt und plötzlich all diese Sachen, die man vorher gesagt hat, über Iran wäre ja überhaupt die größte Gefahr für die Menschheit und morgen fliegt schon eine Atombombe auf uns zu, dass das alles kein Thema mehr ist. Alles kein Thema mehr. Ja. Nicht? Ich vermute, dass es dieses Jahr auch um die Ukraine gehen wird. Einmal Absolut. natürlich top Ja. aktuell, weil Bilderberg immer wieder bei aktuellen Themen zur EU und zur NATO auch Entscheidungsträger zu sich eingeladen hat. Und ich denke auch, um Dinge, Gedanken von Bilderberg den Leuten mitzugeben, in der Hoffnung, dass sie das entsprechend dann auch sich einsetzen. Aber Und es gibt ja einen Ostableger von Bilderberg. Und ich war genau. ja der Einzige, der über das berichtet hat, schon seit Jahren. Und das ist ja Yes Ukraine. Also das ist ja, das hat ja auf der Krim stattgefunden, in Jalta. Und das war der östliche Pendant von den Bilderbergern. Und wenn man sich die Leute anguckt, die da teilgenommen haben, sind sehr viele auch bei Bilderberg dabei. Nicht? Also sind alle dort gewesen in der Ukraine und auch so ein Treffen, auch diese ganzen Entscheidungen. Also das Ganze zeigt ja, dass diese Strategie, die Ukraine sich zu schnappen, das läuft ja schon seit 20 Jahren, oder? Nicht? Das ist ja uralt. Auf mich wirkt das so mit Yes Ukraine, dass das eher so eine Art Treffen ist, oder Think Tank zur Besänftigung des Ostens, um da Vertrauen zu schaffen, um das durchzusetzen, die Ukraine in den Westen zu ziehen. Denn da waren Russen eingeladen, also jetzt Ja, nicht aber russische welche Opposition. Russen? Welche Russen? Sicher nicht die aus der Regierung, sondern die aus der Opposition, ja. Auch ein Regierungsberater war da eingeladen und Ein auch. ehemaliger, ja, Ah, okay. okay. Ach so, ein ehemaliger. Oh, Ja. dann. Nicht? Ist ja klar. Ich meine, nur da allein, dass man sieht, dass die Hillary Clinton dort war und von der EU die ganzen Köpfe und von Konzernen und ich weiß nicht, was alles. Ich meine, das sieht man ja auch, dass der Sohn des amerikanischen Vizepräsidenten jetzt im Vorstand von der größten Gasfirma ist in der Ukraine und ein ganz wichtiger Wahlkampfberater von Außenminister John Kerry auch in dem Vorstand von dieser Gasfirma ist. Und so weiter. Also man sieht ja, wie die das Ganze, wie die das sehen, wie wichtig die Ukraine ist. Und es geht nicht um Demokratie, es geht überhaupt nicht um die ganzen Menschenrechte und all die Märchen, die sie uns erzählen, sondern es geht um die Ressourcen, die die Ukraine hat, die man ausbeuten will. Ist ja logisch, ja. Ich meine, seit wann tut Amerika irgendwas, was mit Menschenrechten zu tun hat? Das sind doch alles nur vorgeschobene Märchen, die sie uns erzählen und die halt einen Haufen Gutmenschen dann glauben, ja. Aber tatsächlich geht es immer nur um Eigeninteressen und um strategische Manöver.
Ich vermute, von wegen strategischer Manöver, vermute ich, dass auch TTIP eines der Top-Themen dieses Jahr sein wird. Also dieser in erster Linie Handelsvertrag, aber nicht nur Handelsvertrag zwischen EU und USA, den man dann schließen will, was mir so aussieht, als ob man transatlantisch jetzt nicht nur wirtschaftlich EU und USA zusammenbringen will. Man spricht ja auch von der Wirtschafts-NATO, als ob man auch EU und NATO mehr miteinander verschmelzen wollte. Ja gut, aber verschmelzen, da geht's ja gar nicht mehr. Die NATO ist doch die Schlägertruppe der EU. Ja, das weiß ich nicht. Sie doch. Die und NATO natürlich wird doch auch der amerikanischen Außenpolitik. Ja. Ist ja klar. Ich glaube, das einzige NATO, doch, es gibt zwei NATO-Länder, die nicht in der EU sind, und das ist Island und Türkei. Im Moment fällt mir kein anderes ein. Norwegen. Ah ja, in Norwegen, ja genau. Und es gibt mehrere EU-Länder, die nicht in der NATO sind, also Finnland, das gibt's auch, Irland, ja. Schweden, Österreich. Obwohl die natürlich über den sogenannten NATO-Freundschafts-Dingsbums-Verein voll dabei sind. Übrigens auch die Schweiz. Ja. Ich meine, dass Österreich und die Schweiz neutral sind, das ist ja auch ein Märchen. Stimmt ja gar nicht. Die NATO-Truppen üben ja ständig in der Schweiz. Das lernt man dann immer dann kennen, wenn irgend so ein NATO-Flugzeug oder Hubschrauber in eine Felswand reinfliegt und wo dann die Schweizer sagen, ja, was machen die denn hier? Dann findet man heraus, dass die ja ständig bei uns üben. Ja. Und die Österreicher sind ja sowieso überall dabei. Und das läuft dann unter UN-Mandat. Ja. Nicht? Was könnte man noch sagen, was Sie besprechen werden in Kopenhagen? Gibt's alles? Ich würde sagen, die Situation oder diese Ukraine-Krise und auch, wie Sie mit Russland umgehen wollen. Und natürlich hat jetzt dieser Gasvertrag zwischen Russland und China, der vorgestern abgeschlossen wurde, der haut Ihnen ganz schön eins in die Pfanne, oder? Allerdings. Und ich denke, die ganze Kritik, die man bei westlichen Thinktanks zum Teil sieht, so ob die Russen den Chinesen trauen können, ob die Chinesen den Russen trauen können, das scheint nicht funktioniert zu haben. Natürlich nicht. Ich meine, die Europäer tun so, als wenn Russland von Europa abhängig ist. Das ist genau umgekehrt. Die Russen haben jetzt auch einen Vertrag über den Bau einer Pipeline von Russland nach Indien abgeschlossen, das in den nächsten 2-3 Jahren fertig wird. Das heißt also, wir haben hier China mit 1,2 Milliarden Menschen. Wir haben Indien mit 700 Millionen oder was? Ja. Das heißt also, dass die zwei Länder alleine, wenn Russland die mit Gas beliefert, da können doch die Europäer abfahren. Die braucht es doch gar nicht. Deswegen stehen plötzlich Thinktanks in Europa, die sonst mehr über Sicherheits- und Außenpolitik nachdenken, stehen plötzlich auf Energiewende. Sollen doch die Europäer so blöd sein und Fracking anfangen und sollen sich damit das ganze Trinkwasser vergiften. Dann läuft nämlich das Gas aus der Wasserleitung raus. Ja? Und die ganze Chemiebrühe, die sie da in die Erde pumpen. Ich meine, wie blöd muss man sein, sich mit Russland anzulegen? Das ist ja nicht zu fassen. Ja? Man muss mit denen freundschaftlich zusammenarbeiten. Das ist doch erstens mal ist es ein sehr guter Kunde für all die europäischen Produkte, speziell für Deutschland als Exportweltmeister. Aber diesen Weltmeistertitel wird Deutschland verlieren. Ja, was ich interessant finde, einige Leute bei Bilderberg, wo ich vor wenigen Jahren noch gedacht habe, die
ja, wie soll ich sagen, dass das mit die härtesten zu sein scheinen. Die sind inzwischen bei der Entwicklung jetzt mit Russland, scheinen die sich total gewandelt zu haben, oder vielleicht habe ich sie auch falsch wahrgenommen. Zum Beispiel Helmut Schmidt hat das größenwahnsinnig genannt, wie man damit umgeht, wie man mit Russland umgeht. Und der war soweit, war dreimal, auch wenn es schon Jahrzehnte her ist, bei Bilderberg. Ja, aber damals war er noch an der Macht und jetzt ist er draußen und jetzt kann er endlich das sagen, was er wirklich denkt, ja. Und er hat natürlich völlig recht. Ob das der Schröder ist oder der Helmut Schmidt, das sind ja Leute, wenn sie sagen, es ist völliger Quatsch, sich mit Russland anzulegen und Sanktionen auszusprechen, dann haben sie ja völlig recht, ja. Weil die Europäer sägen ja den Ast ab, auf dem sie hocken. Nicht? Russland kann ohne Europa auskommen. Ja. Ich meine, wo kommen denn überhaupt all die Sachen her, die wir in unseren Konsumtempeln finden? Die kommen da aus China, oder? Wir waren ja so blöd und haben denen mit Outsourcing in den letzten 20 Jahren die ganzen Fabriken hingestellt. Ich meine, jedes iPhone, jeder Computer, überhaupt alles kommt doch aus China. Das können Sie doch direkt beziehen, oder? Gegen Gas. Und das, was hier noch gebaut wird, die Autos, ja, aber das, auch die Chinesen bauen Autos. Ja. Nicht? Und so weiter. Also, das kann man doch alles ersetzen. Deswegen ist ja auch der Vorstandschef von Siemens gerade nach Moskau gepilgert, um ja die zu beruhigen. Um Putin zu sagen, hey, wisst ihr was, was die Merkel da macht, vergiss das mal, wir wollen ja weiter Geschäfte mit euch machen. Ja. Und das ist ja absolut ein Skandal, dass die Merkel sich wie ein Pudel diese Sanktionspolitik, die Amerika ausgesprochen hat, da mitmacht. Mitmacht. Zum Schaden Deutschlands. Ja. Und wo sie jetzt vor ein paar Tagen in Washington war, hat sie nicht das wichtige Thema der NSA-Spionage angesprochen, sondern darüber wurde überhaupt kein Wort gewechselt, sondern es ging darum, dass man sich einig ist, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Super. Ja. Wenn ich mir Bilderberg anschaue, es gibt einiges, was dafür spricht, dass in Bilderberg eher, wie soll ich sagen, eine verschärfende Rolle hat. Wenn ich mir anschaue, der Historiker Niall Ferguson, der Anfang 2012 in einem Gastartikel in der Welt dafür plädiert hat, den Iran anzugreifen, der war bei Bilderberg und bei Yes Ukraine im Jahre 2012 dabei. Und wenn ich mir andererseits anschaue, Bilderberg-Konferenz 2005, da hat man auch darüber gesprochen, ob man Aggression gegen Iran machen soll. Und es gab ganz, ganz viel Gegenwind. Ganz viele, die das nicht wollten. So, zumindest berichtet das Jim Tucker in seinem Bilderberg-Tagebuch. Das scheint doch auch ein Ort zu sein, wo man kontrovers diskutiert über Sicherheitspolitik. Ja, natürlich, ja. Ich meine, ich sage ja, es ist ja so, es ist ja nichts irgendwie fest. Es wird wohl allgemein in die eine Richtung gefahren, ja. Das heißt also, meiner Meinung nach sind ja die Bilderberger wollen eine Welt-AG haben, eine Welt-AG, also eine Welt, die aus einem Konzern besteht. Und das alles zum Wohle von diesem Konzern passiert. Und das ist etwas, wer sich den Film Network angeschaut hat, der Anfang der 70er Jahre rauskam, den ich einen der besten Filme überhaupt über das Thema finde, und diese berühmte Rede des Konzernchefs sich anhört, wo er sagt, es gibt keine Länder, es gibt keine Demokratie, es gibt nur Konzerne. Ja, das hat er gesagt. Und genau das ist es, was sie wollen. Dass wir in einer Konzernwelt leben, tun wir eh schon.
und alles sich dem unterordnet. Und das passiert ja auch. Denn was ist denn das Bailout? Was sind denn die Rettung der Banken? Ja. Man gibt öffentliche Gelder an Banken. Es wird ganz viel Geld von dahin nach dahin umverteilt. Und dann schafft man damit hinterher scheinbare Privatisierungszwänge. Und ja, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Man muss sich das mal vorstellen. Es wird uns ja erzählt, dass wir im Kapitalismus leben und in einer freien Marktwirtschaft. Es ist aber so, und dass es Konkurrenz gibt und dass es der Stärkere gewinnt und der Schwächere stirbt und so weiter. Und dass es diesen sogenannten natürlichen Ausleseprozess gibt im Kapitalismus. Und deswegen wäre ja auch so toll, oder? Weil man ja den Wettbewerb hat. Jetzt ist aber so, dass genau das Gegenteil passiert, wenn man sich die ganze Finanzkrise anschaut. Da wurde ja nicht, außer mit Lehman Brothers, das war die Ausnahme, aber sonst wurden alle Banken gerettet mit Steuergeldern. Ja? Und das ist doch ein kompletter Widerspruch gegenüber dieser sogenannten freien Marktwirtschaft, die es überhaupt nicht gibt. Und der freie Marktwirtschaft funktioniert ja nur, wenn kein Konzern zu groß wird. Da muss noch eine neutrale Entflechtungsinstanz sein, die entflechtet oder möglichst verhindert, dass nur irgendjemand zu groß wird. Und was machen Sie jetzt stattdessen? Jetzt sollen die Behörden privatisiert werden. Praktisch alles hoheitlich. Und entflechtet werden. Ja, und dann kaufen das die Privaten und dann ist da keine Unabhängiger mehr da, sondern sie sitzen dann die hoheitlichen Entscheidungen selbst werden dann von Konzernen getroffen, die dann für so und so viele Jahre die und die Behörde betreiben. Das ist ihre jetzige Agenda. Ich kann das beweisen. Ja, ich meine, diese ganze Privatisierung ist ja ein Teil dieser Weltkonzernstrategie, ja, dass alles nur von Konzernen gemacht wird. Das ist ja das, oder? Und diese Konzerne, die sind ja mittlerweile so mächtig, die sind mächtiger als mindestens 3/4 aller Länder. Also wer das nachlesen möchte, dass man die Staaten praktisch privatisieren möchte, die hoheitlichen Institutionen, Artikel 2 vom Protokoll 26 zum Verträgen der EU steht eine grundsätzliche Vergabepflicht und das mit dem Staateninsolvenzverfahren des ESM und dass da die privaten Gläubiger Auflagen machen, findet man zum Beispiel Artikel 12 Absatz 3 ESM-Vertrag, dass die Staaten so Zusatzklauseln machen müssen in ihren neuen Staatsschuldverschreibungen ab 01.01.2013, wenn sie denn den Euro haben. Und wenn sie dann pleite gehen, dann, dass dann nicht nur die Troika eben Auflagen macht, das findet man im ESM-Vertrag, sondern die privaten Gläubiger sind in Gesetzen oder Verordnungen, die anknüpfen an Bundesschuldenwesengesetze. Das können wir zeigen anhand Deutschland, § 4a bis 4k Bundesschuldenwesengesetz. Findet man Gesetze im Internet und dann B wie Bundesschuldenwesengesetz und dann § 4a bis 4k. Und in Zypern hat man in das dortige Bundesschuldenwesengesetz eine Verordnungsermächtigung gemacht und baut das in eine Verordnung ein. Das sind die Dinge, die wir rausgekriegt haben dazu. Und die ist unter www.upik.de. Da kann man Unternehmensdaten abfragen. Vor allem kann man da einschätzen lassen, wie viel ein Unternehmen wert ist. Und da sieht man, dass ganz viele Behörden, selbst das Bundesverfassungsgericht inzwischen, Bundeswehrstandorte, Ministerien, Bundesnachrichtendienst, Landesministerien, ganz viele Gerichte, örtliche Behörden, auch Verfassungsschutz, haben alle Unternehmensnummern, was sehr stark nach einer Vorbereitung für deren Privatisierung aussieht, wenn Deutschland ins Insolvenzverfahren kommt, damit man dann ganz schnell machen kann. Und mit TTIP macht man das Ganze dann transatlantisch, damit wir eins auf den Deckel kriegen, wenn wir das rückgängig machen wollen, weil dann nämlich auch schon US-Konzerne in Europa investiert haben und umgekehrt. Also, ja, ich meine, dieses TTIP sowieso ist ja praktisch die Umsetzung der EU-Richtlinien betreffend EU-weite Standardisierung auf weltweite Standardisierung. Ja. Ne? Das heißt also, wir haben ja im Moment diese völlig absurde Situation, dass wenn irgendein Produkt irgendwo in einem EU-Mitgliedsland abgesegnet wird,
dass das dann EU-weit gilt, nicht? Und das soll ja dann auch für Amerika gelten. Das heißt, wenn irgendein Produkt in Amerika zugelassen ist, bumm, ist es automatisch hier zugelassen, ja? Ja, also von TTIP bekannt ist ja das Verhandlungsmandat. 17.06.2013 veröffentlicht, unter anderem auf der Webseite von dem Verband PowerShift. Und da haben wir auch ein Interview mit Peter Fuchs vom PowerShift gemacht. Und da gibt es zum Beispiel eine Textziffer, wo es um Privatisierungsverpflichtung geht, der EU aus Artikel 6, aus Protokoll 26. Genau das, was ich meine mit der Vergabe des Hoheitlichen. Man nimmt da zwar aus, was der GATS-Vertrag der WTO von Privatisierungsverpflichtung ausnimmt, nämlich das Hoheitliche, was für den Markt noch nicht geöffnet worden ist. Aber das Ganze ist ja nur so lange, bis die Öffnung nicht erzwungen ist. Und wie erzwingt man die Öffnung? Hauptsächlich über Staateninsolvenzverfahren. So greift das praktisch ineinander. Und das mit der Gentechnik zum Beispiel, das ist auch angesprochen, wo man Bezug nimmt auf einen SPS-Vertrag von der Welthandelsorganisation, wo es darum geht, gentechnisch veränderte Produkte nur dann zu verbieten, wenn die Schädlichkeit erwiesen ist. Ganz anders als beim Biosafety-Protokoll UNO-Umweltrecht, wo es darum geht, nur das zuzulassen, wo man nachweisen kann, dass es ungefährlich ist. Also diese totale Privatisierung und auch Gentechnik durchzusetzen, ist bei TTIP zumindest laut dem Verhandlungsmandat damaliger Stand mit drin. Was jetzt wirklich im Vertrag stehen wird, ist natürlich eine andere Frage. Ja. Also wir sehen, es wird alles nur zum Wohle der Konzerne gemacht, nicht zum Wohle der Menschen. Und das ist natürlich völlig, also ich verstehe nicht, warum die Menschen da draußen das nicht erkennen, dass diese ganzen Politiker nur zum Wohle der Konzerne arbeiten und nicht zu dem Wohle der Bevölkerung. Überhaupt nicht. Ja. Und das muss doch ein Blinder sehen, dass das stattfindet. Ja, ich, ganz kleinen Moment, ich komme in ein paar Sekunden wieder. Ich habe da einen interessanten Artikel gelesen. Hallo? Ja. 21. Mai, vom Mittwoch. Ah, das war gestern. In der Taz, Artikel Joschka und die vielen Zwerge. Okay, ja. Interessant finde ich da, Joschka Fischer, auch jemand vom Think Tank, da European Council on Foreign Relations, besucht die Veranstaltung der Grünen. Und da plötzlich ist die Veranstaltung gut besucht von Medienvertretern. Ich denke, das ist auch etwas, was dass solche Think Tank-Leute eben auch medienmäßig stark vernetzt sind, und wieder ein neues Indiz dafür. Jetzt müssen wir aber wissen. Okay. Ich meine, ich habe ja selber MBA-Studenten ausgebildet und in Betriebsökonomie und all das, und dann habe ich ihnen ja beigebracht, es gibt nur einen Grund, oder es gibt nur einen Grund, warum eine Firma überhaupt tätig ist. Es ist nicht das, was uns die Politiker erzählen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist völliger Blödsinn. Keine Firma existiert, um Arbeitsplätze zu schaffen. Es gibt wohl ein paar ganz wenige, wo noch ein Patron mal war und dann gesagt hat, ja, ich tue für meine Gemeinschaft hier, wo ich lebe, mache ich Arbeitsplätze. Aber grundsätzlich ist ein Konzern oder eine Firma nur dazu da, Gewinn für die Aktionäre zu erwirtschaften. Nur das. Das heißt also, wenn die ganze Welt nur noch aus Konzernen besteht und das die oberste Instanz und alles ist, und wir alle nur den Konzernen dienen und diese Konzerne wiederum nur gewinnorientiert für ihre Aktionäre sind, dann ist ja das wohl das absurdeste und krankeste System, das es überhaupt gibt. Das ist weder eine Marktwirtschaft mit funktionierendem Wettbewerb, noch noch passt es zu einem Modell von einem demokratisch basisorientierten Sozialismus.
Weil es ist ja so, die Konzerne, ich meine, Gewinn kann man ja mit allem Möglichen machen. Und wie wir ja wissen, haben ja Konzerne keine Ethik. Sie haben keine Moral. Sie haben keine gesellschaftliche Verantwortung. Das haben Konzerne nicht, denn sie haben es gar nicht zu haben. Sie haben nur gewinnorientiert zu operieren. Und dann ist es ihnen völlig scheißegal, wie das überhaupt passiert. Deswegen auch der Raubbau an der Natur, deswegen auch die Ausbeutung von Arbeitern, deswegen auch die Steuerhinterziehung und Verlagern der Konzerne überall hin, wo sie am wenigsten Steuern zahlen und ihre Forschungsabteilungen dorthin tun, wo am wenigsten Gesetze sind, die die Forschung einschränken und die Produktion dorthin verlegen, wo sie die geringsten Umweltauflagen haben und, ja. Aber gesellschaftliche Verantwortung oder überhaupt haben sie überhaupt nicht. Und wisst ihr, was noch das Tragische ist? Die sind völlig anonym. Man kann ja überhaupt niemand greifen. Ist denn irgendeiner von diesen ganzen Verbrechern bei den Banken, die ja zum Beispiel jetzt, die UBS wurde ja mit 2,5 Milliarden Dollar bestraft, wegen Steuerhinterziehung, ja? Aber kein einziger Verantwortliche wird persönlich bestraft. Das ist nicht zu fassen. Ja? Das heißt, die ganzen Leute, die in den Konzernen verantwortlich sind, ob das jetzt BP ist, die den ganzen Golf von Mexiko mit Öl verseucht haben, da ist ja niemand bestraft worden. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben da ein bisschen Entschädigung gezahlt an die Krabbenfischer da. Ja? Aber es wurde ja niemand irgendwie strafrechtlich behandelt. Genauso ist es mit den Leuten, die Zinsmanipulation machen, den Goldpreis manipulieren und. Das ist nicht zu fassen. Die Firmen zahlen Strafe, das können sie schön von der Steuer abziehen. Das heißt, im Endeffekt zahlt sie der Steuerzahler und sie gehen straffrei. Ich bekomme gerade ein Signal, dass wir langsam von der Sendezeit her zum Ende kommen müssen. Alles klar, ja. Ja, wir werden auch uns das anschauen bei Bilderberg, was man Genau, das da Spannende wird mitbekommt. sein, wen Ja. werden wir alles dort als Teilnehmer sehen, wen werden wir versuchen, alles vor die Kamera zu kriegen, die Teilnehmer, die dort auftauchen, speziell aber die inkognito kommen wollen, oder? Die wollen wir ja sehen, um daraus dann wieder unsere Schlüsse zu ziehen, was das bedeutet. Ja, und nach der Bilderberg-Konferenz, die ja jetzt in der letzten Woche im Mai, also nächste Woche stattfinden wird, werden wir auch dazu sicherlich berichten. Aber mehr wird jetzt noch nicht verraten, was wir konkret vorhaben, wen wir interviewen wollen. Und da denke, da wird es Informationen geben auf der Webseite unser Politikblog und natürlich vor allem auch Jungle Drum Radio. Und wir werden auch versuchen, während der Zeit der Konferenz interessante Interviewpartner zu kriegen. Gut. Ja, herzlichen Dank für die Teilnahme an der Sendung. Und ganz, ganz herzlichen Dank an unseren Techniker Jan, der das alles ermöglicht hat. Ja, und möchte ich gerne noch ein Lied am Ende der Sendung, etwas Musik und dann bitte auf die Ankündigung achten, wann die nächste Berichterstattung kommt, während der Bilderberg-Konferenz.